Wieso wurde die Netherfestung gebaut und gibt es wirklich Unterwassergötter? Heute decken wir die seltsamsten Geheimnisse in Minecraft auf. Haben die Illager Seelen gestohlen, um den Warden zu spawnen? Erstens, wie können die Illager überhaupt Seelen aus dem Seelensand ziehen? Und ich dachte, der Warden wurde aus Skalk gemacht. Denn farblich sieht er genauso aus wie der Skalk. Beide sind dunkelblau-türkis. Aber hast du dir schon einmal die Brust genauer angesehen? Hier sieht man ein schlagendes, pulsierendes Etwas. Ist es das Herz? Was ist das? Es sieht aus wie ein Gesicht, oder? Aber warte mal, das kommt mir bekannt vor. Ist das nicht ein ähnliches Gesicht wie das auf dem Seelensand? Seht ihr, auch dieser Block zeigt auf jeder Seite ein gruseliges Gesicht. Aber es wird noch unheimlicher. Denn ich glaube, ich habe das blaue Gesicht im Herzen des Wardens schon einmal gesehen. Und tatsächlich sind die Seelensandpartikel, die manchmal entstehen, wenn wir über den Seelensand laufen, genau die, die wir bei dem Warden sehen können, oder? Testen wir es selbst und verzaubern die Schuhe mit Seelenläufer. Dann ziehen wir sie an und gehen auf den... seht ihr das, Leute? Täusche ich mich oder sind das die gleichen Gesichter wie die im Warden? Leider sind sie nur für kurze Zeit sichtbar, aber das können wir ja ändern. Ich benutze diesen Effektbefehl, um die Seelensandpartikel... Oh mein Gott, Leute, da sind sie! Sie kommen aus dem Braun und die Seelen bilden diese blauen, gruseligen Gesichter, die aufsteigen und dann verschwinden. Das gleiche Blau und das gleiche Gesicht wie in der Brust des Wardens. Es scheint also, dass die Illager die Seelen aus dem Seelensand herausgezogen haben, um einen neuen Mob zu erschaffen. Wenn wir einen Blick auf den Außenposten der Plünderer werfen, sehen wir, dass dort noch mehr Mobs gefangen sind. Und es gibt noch ein weiteres Geheimnis hinter den Mobs in den Käfigen. Denn die Illager scheinen nicht nur den Warden erschaffen zu haben, sondern auch die Mobs, die sie gefangen haben. Die Eisengolems sehen den Illagern im Gesicht sehr ähnlich. Und die Hilfsgeister sehen den Plagegeistern ähnlich. Das macht aber auch wieder keinen Sinn. Oder doch? Aber warum erschaffen die Illager ihre eigenen Mobs? Überfallen sie die Dörfer und brauchen Unterstützung, weswegen sie die Mobs erschaffen? Hören Enderman heimlich, was wir sagen? Wie können wir das überhaupt herausfinden? So einfach ist das nämlich nicht. Ich denke, dafür müssen wir erst ein bisschen hier herumlaufen. Vielleicht finden wir etwas Unheimliches, Verrücktes oder andere unnatürliche Zufälle, die darauf hindeuten, dass sie uns hören können. Aber wo genau soll ich hier überhaupt danach suchen? Was ist mit diesen Sandblöcken? Könnten Enderman Sand aufsammeln und uns ein Zeichen hinterlassen? Oder was ist mit diesem Kürbis? Ergibt das überhaupt Sinn? Im Endeffekt gibt es nur eine Möglichkeit, die Wahrheit über diese Theorie herauszufinden. Die Enderman-Spieldateien. Wir müssen also in den Minecraft-Ordner gehen und auf den Ordner klicken, in dem die Enderman-Eigenschaften gespeichert sind. Das sind doch sicher die Entwicklerdateien. Behavior bedeutet auf Deutsch Verhalten. Also ist das genau die Datei, die wir brauchen. Okay, das ist der gesamte Code für den Enderman. Aber ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Wir müssen nach dem Mikrofon suchen, denn darauf muss der Enderman Zugriff haben, damit er uns hören kann. Ah, hier haben wir es. Microphone Access gleich True. Warum haben die Entwickler einem Enderman die Möglichkeit gegeben, auf unser Mikrofon zuzugreifen? Klingt das nicht etwas verrückt? Und noch etwas, wenn sie uns also hören können, kann es dann nicht auch sein, dass sie uns heimlich beobachten? Jedes Mal, wenn wir sie ansehen, greifen sie uns an. Warum tun sie das? Ihr Verhalten ist auch sehr mysteriös. Denn sie teleportieren sich ständig an andere Orte, heben Blöcke auf und haben Angst vor dem Wasser. Und warum sind sie in der Oberwelt, wo sie doch im Ende am häufigsten spawnen? Könnte es sein, dass sie unbeabsichtigt aus dem Ende herausgekommen sind und zurück in ihre Dimension wollen, weshalb sie versuchen, sich ins Ende zu teleportieren und Blöcke vom Boden aufheben, um sie an anderen Orten zu platzieren? Machen sie das alles nur, um in das Ende zu gelangen, wissen aber nicht genau, wie sie das schaffen sollen? Das würde auch erklären, warum die Geräusche des Enderman so klingen, als würden sie um Hilfe rufen. Hört mal genau hin. Klingt das nicht wie Help Me? Versuchen die Enderman einen Weg zu finden, um in ihre Heimatdimension zu gelangen? Ist das der Grund, warum sie uns zuhören und versuchen, indirekt mit uns in Kontakt zu treten? Uns aber nicht ansehen können, weil sie eigentlich Angst vor uns haben? Ist die Netherfestung nur ein altes Gebäude oder hat sie eine dunkle Vergangenheit? Wie und von wem wurde die Netherfestung gebaut? So viele Möglichkeiten gibt es nicht, also müssen es entweder Wither-Skelette oder Zombie-Pegler sein. Aber diese Truhe zeigt mir, dass jemand anderes das Bauwerk im Nether erschaffen hat. Denn auch wenn einige Gegenstände in den Truhen im Nether zu finden sind, wie Knochen, Gold oder Obsidian, gibt es Dinge, die in dieser Dimension einfach nicht existieren. Oder wie kann man erklären, dass Dias und Eisen in die Truhe kommen, wenn es sie im Nether gar nicht gibt? Und Pferderüstungen. Es gibt nicht mal Pferde in dieser Dimension. Man kann sie eigentlich nur in der Oberwelt finden. Wer würde also diese Strukturen bauen, in denen diese Truhen stehen? Sie müssen also
irgendeinen Zugang zur Oberwelt haben. Aber wenn wir uns die Netherfestung genauer ansehen, werden wir noch mehr Dinge finden, die ich nicht verstehe. Ist dir schon mal aufgefallen, dass alle anderen Gebäude in Minecraft aufwendiger und anders gestaltet sind, aber nicht die im Nether? Hier gibt es nur leere Gänge und Brücken, die nirgendwo hinführen. Und die einzigen Räume, die nicht leer sind, sind diese drei Räume. Zuerst gibt es diesen Raum mit einem Lavabrunnen in der Mitte und ansonsten nichts. Warum haben die Erbauer der Netherfestung hier einen Lavabrunnen gebaut, wenn der Nether doch eh komplett aus Lava besteht? Und auch im zweiten Raum, dem Treppenraum, gibt es nicht viel zu entdecken, außer den Netherwarzen, die auf beiden Seiten der Treppe auf Seelensand wachsen. Überraschenderweise gibt es die Netherwarzen nur in der Netherfestung. Das bedeutet auch, dass die Erbauer der Netherfestung die Netherwarzen zur gleichen Zeit erschaffen haben. Aber warum? Haben wir nicht schon genug Pflanzen? Und der dritte besondere Raum in der Netherfestung ist diese kleine Erhebung, auf denen die Lohnspawner stehen. Aber was genau sind Lohn überhaupt? Warum haben die Erbauer der Netherfestung etwas gebaut, das uns angreift? Ein Tweet eines Spielers aus dem Jahr 2010 könnte Aufschluss darüber geben. Malcolms Theorie ist, dass Lohn gefangene Dorfbewohner sind, weil sie sich ähnlich verhalten wie sie. Ein ehemaliger Mojang-Entwickler hat darauf geantwortet und gesagt, dass diese Theorie wirklich wahr sein könnte. Sie ist seltsam und klingt sehr weit hergeholt, denn Lohn und Dorfbewohner haben wirklich nicht viel gemeinsam. Das Einzige, was ähnlich ist, sind ihre Bewegungen und selbst darüber kann man streiten. Aber warte, wenn wir sie hauen, hörst du das? Dieses Geräusch ist dem Dorfbewohner sehr ähnlich, nur in einer anderen Tonlage. Dieses Hm der Dorfbewohner und das Geräusch der Lohen klingen irgendwie ähnlich, zumindest ein bisschen. Ich meine, vielleicht liege ich hier falsch, aber schreibt's in die Kommentare, wenn ihr die Ähnlichkeit hören könnt. Aber wenn das wirklich so ist, dann gibt es vielleicht noch andere Dinge, die Lohn und Dorfbewohner verbinden. Die Antwort darauf ist tatsächlich ja. Wenn eine Lohe stirbt, lässt sie einen Lohnstab fallen. Im offiziellen Minecraft-Wiki steht jedoch, dass man eine Lohe von ihrer Lohnroute befreit. Bedeutet das, dass eine Lohe durch ihre Routen gefangen gehalten wird? Um ehrlich zu sein, habe ich keine Antwort darauf, denn das macht doch eigentlich keinen Sinn, dass die Erbauer der Netherfestung Dorfbewohner in den Nether bringen, sie in den Lavabrunnen tauchen und sie in diese Lohnkreaturen verwandeln? Was kann man mit den Lohnstäben überhaupt machen? Lohnstaub, aus dem man dann zusammen mit Enderperlen Enderaugen herstellen kann. Oh, und dann gibt es da noch die Braustände, die du mit einer Lohnrute herstellen kannst. Damit kann man Tränke herstellen. Das macht auch Sinn, denn Dorfbewohner brauchen Tränke, um geheilt zu werden. Sobald Zombies sie in Zombie-Dorfbewohner verwandeln, brauchen sie einen Schwächetrank, um wieder zu normalen Dorfbewohnern zu werden. Das würde auch erklären, warum es hier Nether Warzen gibt, denn sie werden zum Brauen der Tränke verwendet. Ist die Netherfestung also nur da, um den Trank der Schwäche herzustellen? Wenn die Dorfbewohner von einer Horde Zombies belagert werden, versuchen sie, sich nicht von den Zombies infizieren zu lassen. Könnte es also sein, dass sie die Netherfestung zum Schutz gebaut haben, damit sie das Heilmittel in Ruhe herstellen können? Das würde auch erklären, warum Wither-Skelette nur in den Netherfestungen spawnen. Was wäre, wenn diese Mobs Teil der Experimente sind, bei denen die Dorfbewohner versucht haben, das Heilmittel für ihre Infektion zu brauen, aber es nicht funktioniert hat, also wurden aus Versehen die Wither-Skelette erschaffen. Das Seltsame daran ist, dass das schon irgendwie plausibel klingt, weil man in Fortschritt eine schreckliche Festung erhält, wenn man eine Nether-Festung betritt. Denn vielleicht war die Nether-Festung nur ein Experiment, das schiefgegangen ist. Kommen gefangene Seelen aus dem Seelensand heraus, wenn wir ihn zerstören? Ich spiele seit Jahren Minecraft und habe noch nie eine Seele aus dem Block herauskommen sehen. 3, 2, 1. Schaut, keine Seelen. Auch wenn wir mehrere Blöcke abbauen, nichts. Keine Seelen im Seelensand. Aber was ist das? Hört mal genau hin. Klingt das wie ein Geist? Oder ist das nur wegen der anderen Geräusche im Nether? Schalten wir mal alle Soundeffekte außer den Blöcken aus. Okay, und jetzt versuchen wir es noch einmal. Hört ihr das? Hört ihr den Klang der Seelen? Ist diese Theorie also doch wahr? Und wenn das stimmt, könnte es dann sein, dass das Ding in der antiken Stadt im tiefen dunklen Biom nicht nur ein Rahmen aus verstärktem Tiefenschiefer ist, sondern ein Portal, das zu einer anderen Dimension führt? Also gehen wir mit einem Feuerzeug zu dem vermeintlichen Portal und zünden es wie ein Netherportal an? Dann passiert nichts. Okay, aber das wäre auch zu simpel. Denn wenn es so einfach wäre, würde ja jeder die geheime Dimension bereits kennen und sie wäre
wäre nicht mehr geheim. Das ist auch der Grund, warum ich mich auf die Suche nach der Wahrheit über das Portal und eine geheime Dimension gemacht habe. Bei meiner Suche bin ich auf diese Platte gestoßen. Die Platte mit der Nummer 5 kam 2019 ins Spiel und die Fragmente davon können tatsächlich in der antiken Stadt gefunden werden. Wenn wir die Platte in einen Plattenspieler legen, hören wir zunächst nur gruselige Geräusche, aber es gibt noch einen geheimen Klang, den man nicht so einfach hören kann. Alles, was wir tun müssen, ist, die Musik abzuspielen, und zwar rückwärts. Hört genau hin, am Anfang klingt es so. Unheimlich, nicht wahr? Aber es wird noch geheimnisvoller. Wenn wir die Platte rückwärts abspielen, hören wir das. Das sind keine gruseligen, stampfenden Geräusche des Warden, sondern das Geräusch eines Portals, wenn es sich öffnet. Es handelt sich aber nicht um ein Nether- oder Endportal, sondern um einen Hinweis darauf, dass es eine andere Dimension geben muss. Aber wie wird das Portal aktiviert und wird es überhaupt eines Tages ein Portal in der antiken Stadt geben? Sinn machen würde es. Aber Leute, was, wenn der Nether und das Ende gar keine Dimensionen sind? Was ist, wenn sie alle Teile der Oberwelt sind? Ja, zugegeben, zunächst einmal macht diese Theorie überhaupt keinen Sinn. Denn wenn sie bei uns in der Oberwelt wären, könnten wir sie doch sehen. Oder etwa nicht. Oder ist der Nether nur Millionen von Blöcken entfernt, sodass niemand wirklich dorthin geht? Wir können das ja eigentlich leicht überprüfen, indem wir uns zur Weltbarriere teleportieren, die etwa 30 Millionen Blöcke vom Zentrum entfernt ist. Vielleicht ist die Lösung für diese abstruse Theorie ja hier versteckt. Oh Mann, also hier ist irgendwie nichts. Aber vielleicht hinter der Barriere? Hier kommen wir natürlich nicht durch, auch nicht im Kreativ. Tiefmodus. Aber mit einem Boot ist es möglich. Setzen wir uns hinein und fahren an der Seite der Barriere entlang, können wir die Weltbarriere überwinden, sobald wir aus dem Boot aussteigen. Erkunden wir doch einfach mal die Welt hinter der Barriere und Moment, hier geht es auch nicht weiter. Also ist die Barriere hinter der Barriere das wirkliche Ende der Oberwelt? Vielleicht liegt dann das Ende oder der Nether nicht in dieser Richtung, sondern über uns im Himmel. Okay, nein, hier ist auch nichts. Das wäre so ziemlich der einzige Ort, an dem der Nether sein könnte. Aber was ist eigentlich unter dem Grundgestein, in der Leere ganz tief unten? Da waren wir noch nicht. Allerdings ist es so, dass jeder, der sich unter das Grundgestein in die Leere begibt, sofort stirbt, auch wenn er sich im Kreativmodus befindet. Aber das können wir ja mit einem Befehlsblock ändern. Denn wenn wir uns den Absorptionseffekt geben und ihn auf einen super hohen Wert einstellen, dann können wir es mit einem Dauersignal schaffen, unter das Grundgestein zu kommen, ohne zu sterben, weil wir jetzt unendlich viele Herzen haben. Okay, jetzt bauen wir uns schnell nach unten, bis wir ins Nichts fallen und wechseln in den Überlebensmodus. Die Herzen führen dazu, dass wir hier beim Fallen nach unten überleben können. Oh Mann, wir fallen und fallen, aber wir kommen nicht in den Nether. Vielleicht warten wir noch ein bisschen ab. Oh Mann, aber es passiert nichts. Wir nehmen nur Schaden. Dieser Mythos ist absolut falsch. Wusstest du, dass das Ozeanmonument gebaut wurde, um einen Gott zu verehren? Diese Theorie scheint auf den ersten Blick etwas verrückt. Aber ich zeige dir, warum sie stimmen kann. Wenn wir in den Endbrunnen springen, nachdem wir den Enderdrachen besiegt haben, wirst du sehen, dass Minecraft andeutet, dass es einen Minecraft-Gott gibt. Bei der Geschichte handelt es sich um einen Dialog zwischen zwei Personen. Die beiden Personen sprechen über den Spieler und seine Herkunftsgeschichte. Wenn du dieses Gespräch mitliest, wird dir schnell klar, dass sie über dich sprechen. Er hat jetzt eine höhere Ebene erreicht. Er kann unsere Gedanken lesen. Das ist egal. Er glaubt, wir sind Teil des Spiels. Es scheint also wirklich so, als ob die beiden Personen einer höheren Macht angehören. Denn sie reden so, als ob sie alles wissen und die Schöpfer von Minecraft sind. Das macht sie zu echten Minecraft-Göttern. Aber wie sind diese Minecraft-Götter mit dem Ozeanmonument verbunden? Dieser Reddit-Beitrag erklärt alles. Die Ozeanmonumente sehen aus wie ein Zikkurat, auch bekannt als Himmelshügel, Tempelturm oder Götterberg. Die Zikkurat, die im alten Mesopotamien erbaut wurde, ist eine Art Steinbau, der Pyramiden ähnelt und verschiedene Ebenen mit Terrassen hat. Diese Struktur symbolisiert traditionell die Verbindung zwischen den Göttern und der menschlichen Spezies und wurde gebaut, um den Göttern so nah wie möglich zu sein. Das Ozeanmonument in Minecraft und die Zikkurat sehen sich sehr ähnlich, oder? Aber nicht nur das Äußere ähnelt den Zikkuraten, denn diese Bauwerke sind im Inneren labyrinthartig, verstecken Schätze und haben einen Hauptraum mit den wertvollsten Gegenständen im Inneren. Und das sieht dem Inneren unserer Ozeanmonumente schon ziemlich ähnlich. Auch hier gibt es einen Hauptraum im Inneren, der nur durch das Labyrinth zugänglich ist und von den Wächtern geschützt wird. Wenn diese Theorie stimmt, warum sind dann die Zikkurate in unserer Welt nicht auch
auch im Wasser. Und wie sich herausstellte, waren sie das mal. Die Ziggurate wurden stufenförmig gebaut. Sie ragten in die Höhe und auf der obersten Stufe der Ziggurat befand sich ein Tempel, zu dem eine steile Treppe führte. Bei Überschwemmungen fanden die Menschen dort oben Schutz. Das könnte darauf hindeuten, dass die Ozeane in Minecraft früher einen viel niedrigeren Wasserstand hatten. Und das ist sogar wahr, denn sie wurden ursprünglich nicht tief im Wasser generiert, sondern viel höher oben. Erst seit dem Aquatic-Update werden sie immer sehr tief im Wasser generiert. Es macht alles Sinn. Vielleicht sind die Götter irgendwie in den Blöcken des Monuments oder haben uns einen anderen Hinweis auf ihre Existenz hinterlassen, wie bei vielen anderen Blöcken in Minecraft auch. Vielleicht hat dieses Muster etwas mit dem Minecraft-Gott zu tun. Oder mit diesen Blöcken. Gibt es überhaupt irgendwelche Blöcke, die auf einen Gott hinweisen? Bis jetzt habe ich noch keine gefunden. Vielleicht die Schwämme, aber welcher Gott möchte sich in Schwämmen verewigen? Und wer hat dieses Ozeanmonument überhaupt gebaut? Waren es die Ertrunkenen, die Wächter oder doch der große Wächter? Jedenfalls würde es Sinn machen, wenn die Wächter diesen Ort gebaut hätten. Denn nun ja, sie sind die einzigen Bewohner und Beschützer des Ozeanmonuments. Wenn wir versuchen, den ersten Block abzubauen, bekommen wir sofort den Abbaulähmungseffekt, den uns der große Wächter gibt. Und gleichzeitig werden wir von mehreren Wächtern angegriffen. Passiert das alles, weil dieser Ort für sie heilig ist und sie nicht wollen, dass man ihn zerstört? Dann stellt sich die nächste Frage. Wie bitte sollen diese Dinger dieses Gebäude überhaupt erschaffen haben? Ich meine, die haben keine Hände und alles, was sie haben, sind diese komischen Laser. Könnte es also sein, dass die Wächter das Ozeanmonument mit ihren Lasern gebaut haben? Das wäre schon ziemlich seltsam, denn normalerweise ist das Einzige, was sie mit ihren Lasern tun können, Mobs und Spieler anzugreifen. Wobei diese Mobs sowieso ein bisschen weird sind, denn obwohl sie im Wasser leben, sterben sie nicht, wenn sie am Land sind. Hä? Wie geht das? Denn alle anderen Fische, wie tropische Fische, Delfine oder Kugelfische, sterben schon nach kurzer Zeit an der Oberfläche. Sie müssen also im Wasser sein, um am Leben zu bleiben. Warum ist das bei diesen Wächtern anders? Stammen sie eigentlich vom Land und sind erst später ins Wasser gegangen, um das Monument zu bauen und zu schützen? Und haben sich im Laufe der Evolution so entwickelt, dass sie diese Laserstrahlen schießen können? Oder ist es so, dass es eine alte Unterwasserzivilisation gab, die das Monument und die Mobs erschaffen hat und dann ausstarb? Leider gibt es kaum Beweise dafür, dass die Wächter einen Gott verehren. Vielmehr schützen sie einfach nur das Bauwerk. Aber was meint ihr? Gibt es einen Minecraft-Gott? Schreibt mal eure Theorien in die Kommentare. Minecraft hat 22 verschiedene natürlich generierte Bauwerke und du kannst sie überall in allen Biomen finden. Aber wer hat sie eigentlich gebaut? Und um diesen Rätsel auf die Spur zu kommen, sollten wir uns die Bauwerke erst einmal genauer ansehen. Aber wonach sollen wir überhaupt suchen? Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, wer sie gebaut hat? Sie haben uns Truhen mit manchmal sogar wertvollen Gegenständen hinterlassen. Warum wurde das seltene Erz in den Minen nicht von ihnen abgebaut? Der Grund, warum es sie gibt, ist doch, seltene Erze zu finden und sie an die Oberfläche zu befördern. Und warum sehen die Zombies genauso aus wie der Steve? Sie haben die gleiche Hose, Hemd und Größe und auch ihr Gesicht sieht dem von Steve sehr ähnlich. Der einzige Unterschied zwischen Zombies und uns ist ihre grüne Hautfarbe. Oh Mann, Leute, ich glaube, ich habe die Antwort. Was wäre, wenn es früher eine Zivilisation gab, die friedlich in Minecraft lebte, bevor sie irgendwie zerstört oder vielmehr infiziert wurde und sich dann in Zombies verwandelt hat? Oder noch gruseliger, vielleicht hat Steve diese Apokalypse ausgelöst. Das würde erklären, warum in den Minen die Erze nicht von ihnen abgebaut wurden, weil sie beim Bau der Bauwerke infiziert wurden, die Truhen gefüllt sind und die Zombies uns ähnlich sind. Ergibt das überhaupt einen Sinn? Schreibt eure Theorien dazu in die Kommentare. Beginnen wir mit den Farlands und der Frage, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Gibt es noch etwas anderes hinter diesen Welten? Um sie überhaupt zu erreichen, müssen wir 12 Millionen Blöcke weit reisen. Erst dann bekommen wir diese seltsamen, zerklüfteten Welten zu sehen, die das Ende der Minecraft-Welt sein sollen. Zumindest war das früher mal so. Tatsächlich wurden die Farlands mittlerweile entfernt. Seit der Beta 1.7 gibt es diese atemberaubenden und seltsam aussehenden Welten in Minecraft nicht mehr. Aber warum? Ein Reddit-Nutzer hat vielleicht die Antwort auf dieses Mysterium. Malcolm hat nämlich diese Welten entdeckt, die nur aus einzelnen Blöcken in der Luft bestehen und sich hinter den Farlands befinden. Und nicht nur Malcolm hat sie gesehen, sondern auch andere Spieler haben berichtet, dass sie diese Welten hinter den Farlands gesichtet haben. Könnte es also sein, dass es hinter den Farlands ein weiteres Biom gibt, von dem die meisten von uns noch nichts wussten? Sind diese Sichtungen wirklich wahr? Lasst es uns herausfinden. Zum Testen habe ich jetzt die Beta 1.7 gestartet, um
um diese seltsamen Welten zu finden, die noch weiter entfernt sein sollen als das von Minecraft vorgesehene Ende der Welt. Das Problem? Die Farlands sind 12 Millionen Blöcke vom Spawn entfernt. Eigentlich nicht schlimm, wir teleportieren uns einfach zu den Koordinaten. Was? Aus irgendeinem Grund können wir die Textleiste nicht öffnen. Warum geht das nicht? Diese Minecraft-Version ist einfach so alt, dass man keinen Cheat und keine Befehle benutzen kann. So ist es nicht möglich, sich an andere Orte zu teleportieren. Folglich kann man auch den Spielmodus nicht verändern und dorthin fliegen. Das bedeutet, dass unsere einzige Möglichkeit, die Farlands zu erreichen, darin besteht, sich auf den Weg zu machen und 12 Millionen Blöcke zu laufen. Oh, das wird garantiert Tage oder Wochen dauern. In dieser alten Version können wir nicht mal sprinten. Es muss also noch eine andere Möglichkeit geben, zu den Farlands zu gelangen, um herauszufinden, ob sich dahinter noch andere Biome und Welten verbergen. Ist es vielleicht möglich, den Code von Minecraft so zu ändern, dass wir sie schneller erreichen können? Dafür gibt es tatsächlich ein Programm namens MTB Explorer, mit dem man angeblich den Code des Minecraft-Spielers ändern kann. Ob das wirklich funktioniert, probieren wir jetzt aus. Zuerst müssen wir die Datei finden, die wir mit dem Programm ändern wollen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Datei Level D ist, in der die Position des Spielers gespeichert wird, wenn er in einer Welt spawnt. Also ziehen wir diese Datei einfach so in den MPD Explorer. Okay, jetzt ist sie schon im Programm. Können diese Ordner jetzt geöffnet werden? Ja, das geht. Perfekt. Hier sind also alle Eigenschaften aufgelistet. Zum Beispiel, was der Spieler im Inventar hat, wenn er die Welt betritt, oder die Position des Spielers. Das ist doch genau das, wonach wir suchen. Hier sind die Koordinaten, die wir hatten, als wir der Welt beigetreten sind. Jetzt müssen wir nur noch den X-Wert ändern, damit wir direkt bei den Farlands spawnen. Diese Welten sollten zum ersten Mal ab 12.550.770 generiert werden. Wir geben also den Wert ein, bestätigen und speichern das Ganze. Jetzt sollten wir zu den Farlands kommen. Mal sehen, ob das klappt, wenn wir jetzt die Welt wieder betreten. Und hey, ja, es hat funktioniert. Wir sind da. Wir haben es geschafft. Aber was ist das? Seht euch dieses Tier an. Da steht eine Zahl drüber. Das ist mega weird. Wie auch immer, wir müssen herausfinden, ob es wirklich diese andere Welt hinter den Farlands gibt oder vielleicht sogar ein anderes Biom, das die Spieler entdeckt haben. Wow, was ist denn hier los? Das Spiel leckt ja mal richtig. Ja. Okay, lasst uns zu den Farlands gehen. Sie sind gleich da vorne. Warum kommen wir hier nicht weiter? Das ist eine Art unsichtbare Barriere, die... das Spiel ist abgestürzt. Ist das dein Ernst? Das Spiel versucht irgendwie zu verhindern, dass wir in die Farlands gehen. Aber warum verursacht dieses Biom so starke Lags? Warum wird dieser Bereich der Minecraft-Welt nicht wie die anderen generiert? Es scheint, als ob Minecraft versucht, etwas vor uns geheim zu halten. Aber wie genau erreichen wir diese Welten jetzt, wenn unser Spiel anfängt zu laggen und sogar abstürzt, sobald wir die Farlands betreten wollen? Das Spiel will nicht, dass wir hier weitergehen und die geheime Welt erreichen. Ich habe schnell im Internet geschaut und herausgefunden, dass diese Welten tatsächlich einen Namen haben. Sie heißen Striplands und sind nicht in der Java Edition, sondern in der Bedrock-Version zu finden. Sie werden anstelle der Farlands am äußeren Rand der Welten generiert und dienen als Weltbarriere. Im Gegensatz zu den Farlands, die nach der Beta 1.7 nie wieder im Spiel existierten, wurden die Striplands nie entfernt und sind auch heute noch zugänglich. Zumindest haben das Spieler berichtet. So, wir sind jetzt in der Bedrock Edition und ich bin mir nicht sicher, wo genau diese seltsamen Welten hier generiert werden. Aber auch sie scheinen sehr, sehr, sehr weit weg zu sein. Zum Glück können wir uns hier aber teleportieren. Aber wie weit sind sie genau entfernt? Vielleicht 700.000 Blöcke? Mal sehen, wo wir hinkommen. Okay, wo sind wir hier gelandet? Ich sehe nichts Ungewöhnliches, außer, dass diese Welt wirklich anfängt zu laggen. Leute, warum wackelt diese Welt auf einmal so sehr? Oh, die Striplands sind hier aber nicht zu finden. Oh Mann, ich habe mich jetzt so weit weg zu diesen Koordinaten teleportiert und schaut mal, wo wir hier spawnen. Hä? Wie? Wir sind in den Blöcken. Lasst mich raus, Minecraft. Ich will nach oben. Hä? Wir sind nicht nach oben gekommen, sondern nach unten? Die Welt laggt einfach so sehr, dass die Animation des Abbauens nicht angezeigt wird. Puh, so, jetzt sind wir aber endlich oben. Hui, das ruckelt hier aber ganz schön. Hast du die Schafe gesehen und das Gras? Schau dir das hohe Gras an. Das ist nicht 3D, sondern 2D. Mega seltsam. Und hä? Was passiert mit mir? Wir sind irgendwie in einer Höhle gelandet und durch die Blöcke gefallen. Und jetzt sind wir unter dem Grundgestein. Was passiert hier, Leute? Das ist ja eine verrückte Welt. Seht euch den Bambus hier an. Er ist viel breiter und... oh mein Gott, Leute, seht ihr diese riesigen Türme in der Ferne? Warum sehen die so aus? Und warum sieht es so aus, als ob einige Chunks hier nicht richtig generiert werden? Wie konnte das überhaupt passieren? Das sieht wirklich atemberaubend aus. Eine riesige Schlucht, die bis zum Grundgestein hinuntergeht. Und es sieht so aus, als wären Teile der Welt einfach nicht generiert worden. Oh, und wo sind wir jetzt? Meine Welt ist abgestürzt. Okay, ich habe jetzt
jetzt also wieder Minecraft gestartet. Lasst uns nochmal weiter in die Minecraft-Welt gehen. Diesmal teleportieren wir uns nicht 1 Million Blöcke, sondern 16 Millionen Blöcke in die Minecraft-Welt. Leute, seht ihr das? Das sind sie. Das sind die Striplands, von denen die Spieler berichtet haben. Also gibt es sie wirklich? Sieht diese Welt nicht extrem seltsam und buggy aus? Aber irgendwie können wir nicht wirklich dort in diesen Bereich hineingehen. Warum ist das so? Oh, wir können nur in eine Richtung am Rande der Striplands fliegen, aber nicht in sie reinfliegen. Diese Welt leckt mal mega, aber sie existiert. Was aber, wenn wir uns nicht 16, sondern 30 Millionen Blöcke in die Welt teleportieren? Oha, schau mal, das sieht genauso aus wie die Welt auf dem Bild. Sieht das nicht wirklich verrückt aus? Und auch hier spawnen Tiere und fallen auf eine lustige Art und Weise durch die Welt. Es gibt die Striplands also wirklich. Jeder von euch weiß ja, dass der Enderdrache die Enddimension beschützt, aber einige Spieler behaupten, dass das nur eine Ablenkung von seiner eigentlichen Aufgabe ist und dass er in den Nether gehört. Können wir den Enderdrachen überhaupt in den Nether bringen? Manche würden sagen, dann spawn ihn doch einfach mit einem Befehl im Nether, aber das ist nicht möglich, denn dann wäre er nicht auf natürlichem Weg dorthin gelangt. Um ihn in den Nether zu transportieren, bauen wir ein sehr großes Nether-Portal. Aber ist das überhaupt möglich oder gibt es eine Grenze, wie groß ein Portal sein kann? Testen wir es mal mit einem Feuerzeug. Oh Mann, und natürlich funktioniert es nicht. Vielleicht benutzen wir also einen Befehl, um das Portal entstehen zu lassen. Oh, so, jetzt steht schon mal das riesige Portal. Nun muss der Enderdrache nur noch durch das Portal fliegen, um in den Nether zu gelangen. Aber was? Der Enderdrache fliegt gegen das Portal und zerstört es. Hat er das Nether-Portal einfach so zerstört oder ist das ein Glitch? Versuchen wir es noch einmal. Oh nein, er zerstört es schon wieder. Kann es also sein, dass der Enderdrache einfach nicht in den Nether kommt oder gar nicht in diese Dimension gehen will? Es muss doch einen Weg geben. Okay, ich glaube, ich habe ihn. Wie wäre es, wenn wir den Enderdrachen im Ende nehmen und ihn mit einem Befehl in den Nether teleportieren? Wir haben zwar gesagt, dass wir keine Befehle verwenden, aber hey, wenn das der einzige Weg ist, der funktioniert, warum nicht? Mit dem Execute-Befehl können wir den Enderdrachen in den Nether teleportieren. Dazu müssen wir ganz nah an ihm dran sein und er ist weg. Wo ist der hin? Ist der jetzt im Nether? Okay, lasst uns mal dorthin gehen. Oh Mann, er ist im Nether. Seht ihn euch an. Er sieht ein bisschen desorientiert aus und fliegt immer im Kreis. Der Enderdrache gehört also wirklich nicht in den Nether und wir haben ihn in eine Dimension gebracht, in der er überhaupt nicht zurechtkommen kann. Dieser Mythos ist also auch nicht wahr. Ist es wirklich möglich, dass es in der Vergangenheit eine Zeit gab, in der es Wasser im Nether gab? Diese Theorie ergibt überhaupt keinen Sinn. Wasser ist eine Flüssigkeit, die in einer extrem heißen Dimension wie dem Nether sofort verdampft. Und der Nether besteht hauptsächlich aus heißer Lava und hier kann man, wie wir alle wissen, nicht mal Wasser auf den Boden gießen. Allerdings gibt es im Nether ja mehrere Biome. Ich werde mich auf die Suche nach Hinweisen machen, die darauf hindeuten, dass es in der Vergangenheit Wasser im Nether gegeben haben könnte und mich melden, wenn ich etwas finde. Oh Leute, ich weiß es nicht. Ich habe nichts Besonderes gefunden und weiß nicht mal, wonach ich suchen soll. Vielleicht gibt es im Seelensandtal Hinweise. In diesem Biom gibt es Knochen, die von einer früheren Lebensform stammen. Wonach sollte ich hier überhaupt suchen? Siehst du das? Seht euch die Seelenerde mal genauer an. Ist das nicht ein wellenförmiges Muster? Ja, oder? Die sehen doch wellenförmig aus, oder werde ich jetzt schon verrückt? Diese Seelenerde sieht doch so aus wie der Sand, der von den Wellen am Strand so verschoben wird, dass diese wellenförmigen Sandmuster entstehen. Es sind wirklich die gleichen Muster, die wir auf der Seelenerde finden können. Könnte es also sein, dass Wasser über die Seelenerde geflossen ist? Das könnte wirklich möglich sein, aber sicher bin ich mir nicht. Es muss doch noch mehr Anhaltspunkte geben. Ich habe mich dann auf die Suche nach weiteren Anzeichen dafür gemacht, dass es im Nether tatsächlich einmal Wasser gegeben hat und habe mir alle Blöcke des Nethers einmal genauer angesehen. Und das ist, was ich gefunden habe. Das ist ein Basaltbiom. Ich dachte, dass dieser Block genau wie die anderen im Spiel einfach in das Spiel integriert wurde. Die meisten Blöcke im Nether gibt es in unserer Welt nicht und wurden erfunden, aber mit dem Basalt ist es ein bisschen anders. Basalt entsteht, wenn die Lava eines Vulkans ins Wasser fließt und schnell abkühlt. Wenn das passiert, entsteht dieses Basaltgestein, das auch wie der Basalt im Nether aussieht. Wir haben jetzt Lava im Nether und in Basaltdeltas, aber wo ist das ganze Wasser oder das Eis? Wusstest du, dass du in Minecraft tatsächlich Basalt herstellen kannst? Dabei wird sogar die Seelenerde verwendet, die ja auch dieses wellenartige Muster hat. Aber um Lava in Basalt zu verwandeln, brauchst du kein Wasser, sondern Eis. Das Eis kommt auf die eine Seite und die Lava auf die andere. In der Mitte platzieren wir nun die Seelenerde einen Block tiefer, sodass die Lava in den Eisblock fließt. So, geschafft. Ein Basaltblock ist entstanden.
entstanden. Und sobald wir den Basalt abbauen, entsteht ein neuer, in dem die Lava über die Seelenerde zum Eis fließt. Die Frage ist nun, wie es sein kann, dass das Eis überhaupt in den Nether gelangt ist. Ich meine, wie sonst hätte der Basalt entstehen können? Es muss doch also eine Zeit in der Vergangenheit gegeben haben, in der Eis und Wasser im Nether vorhanden waren. Zurzeit wird Eis in den kältesten Biomen in Minecraft in der Oberwelt erzeugt. Und das Blaueis, mit dem der Basalt erzeugt wird, befindet sich in einer noch kälteren Umgebung, tief im Ozean unter den Eisbergen. Wie also kann das Blaueis in den Nether gelangen? Das würde doch nur funktionieren, wenn es in der Vergangenheit dort sehr kalt war. Aber es wird noch verrückter, Leute. Minecraft hat ein Crafting-Rezept hinzugefügt, mit dem wir Packeis aus 9 Eisblöcken herstellen können. Wenn man nun die 9 Packeisblöcke in die Werkbank legt, erhält man nur einen einzigen Blaueisblock. Um also einen Block Blaueis zu erhalten, müssen wir insgesamt 81 Eisblöcke abbauen, damit wir mit ihm überhaupt Basalt herstellen können. Das bedeutet, dass der Nether nicht nur mit kleinen Pfützen und Seen gefüllt war, sondern komplett mit Wasser. Wenn das der Fall war, was hat sich dort geändert? Warum ist der Nether jetzt so heiß? Und es gibt da eine Theorie. In der Oberwelt können die Hitze und die Lava aus den Lavaseen in die Luft aufsteigen. Aber im Nether kann sich diese Hitze nicht ausbreiten. Das wird durch das Grundgestein verhindert, das sich über und unter der Dimension befindet. Das führt dann dazu, dass die Hitze in den Höhlen bleibt und der Nether und die Höhlen mit der Zeit extrem heiß werden. Ich meine, schaut euch doch mal an, wie viel Nebel es hier im Nether gibt. Wir können fast nicht in die Ferne schauen. Das können wir allerdings in den Einstellungen ändern. So, jetzt ist der Nebel weg. Und seht euch an, wie der Nether jetzt aussieht. Man kann viel mehr sehen als vorher. Krass, oder? Der Nebel ist also der dampfende Wassernebel. In der Vergangenheit wurde der Nether zu heiß für die Kreaturen, sodass nur noch ihre Knochen übrig blieben, die jetzt im Seelensandbiom zu finden sind. Das bedeutet, dass diese Theorie wahr sein muss. Wusstest du, dass die Gas eigentlich aus der Oberwelt kommen? Um zu überprüfen, ob das wirklich stimmt, habe ich zu einer sehr alten Minecraft-Version gewechselt, nämlich der Beta 1.7. Das ist die erste Version, in der Gas ins Spiel gebracht wurden. Wusstest du, dass die Gas früher brennende Schneebälle statt Feuerbälle verschossen haben? Es ist ein bisschen schwer zu erkennen, aber das sind tatsächlich Schneebälle, die sie abschießen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Warum schießen die Gas Schneebälle? Ein Gegenstand, der im Nether unmöglich zu bekommen ist? Und seit wann kann Schnee eigentlich brennen? Oh Mann, hört ihr das Geräusch der Gas? Der Gast weint und das immer. Er sieht sogar so aus, als würde er weinen. Aber warum weint er? Heißt das, dass sie vielleicht im Nether gefangen sind und versuchen, in die Oberwelt zurückzukehren? Versuchen wir also, ihn durch das Portal zu schieben. Vielleicht fühlt er sich in der Oberwelt sicherer. Mit einer Angel können wir ihn so zu uns ziehen, dass er durch das Portal geschoben wird. Aber das ist leichter gesagt als getan und dauert eine ganze Weile. Aber hey, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch durch das Portal gehen und ich hoffe, dass er dort ist. Oh ja, da ist er. Wir haben den Gast in die Oberwelt gebracht. Aber die wichtige Frage ist, kommt er wirklich aus dieser Dimension und nicht aus dem Nether? Schauen wir uns das mal genauer an. Er scheint herumzufliegen, aber soweit ich gesehen habe, bleibt er immer in der Nähe des Portals. Da er im Nether immer weint, wie sieht er jetzt aus? Oh Mann, hört mal, weint er immer noch? Ja, oder? Auch dieser Mythos scheint also falsch zu sein, oder? Gibt es in den neuen 1.20 Krügen gefangene Seelen? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Wir müssen den Krug zerstören. 3, 2, 1 und ist etwas passiert? Nein, oder? Nichts ist passiert. Leute, warum passiert nichts, wenn wir den Krug zerstören? Spieler berichten, dass nur Krüge mit Kreuzen verflucht sind. In einem der Reddit-Beiträge wurde dieser Screenshot als Beweis dafür angeführt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob dieses Bild überhaupt etwas beweisen kann. Denn selbst wenn wir in den Screenshot hineinzoomen, ist es schwer zu erkennen, was genau das ist und ob es wirklich ein Kreuz ist. Denn nun ja, wir sehen nur die Hälfte des Motivs. Aber vielleicht sehen wir es besser, wenn wir uns den Krug im Inventar genauer ansehen. Wartet, seht ihr das? Das sieht doch aus wie ein Kreuz, oder? Und auch wenn es schwer zu erkennen ist, müsste das hier doch wirklich ein Kreuz sein. Was meint ihr? Im Reddit-Beitrag heißt es außerdem, dass wenn wir die Dateien der 20 verschiedenen Arten von verzierten Töpferscherben kombinieren, eine neue Scherbe entsteht, die zur Herstellung eines Kruges mit diesen Kreuzen auf der Außenseite verwendet wird. Ich habe jetzt also die Töpferscherben, die mit dem neuen Update 1.20 erschienen sind, in Photoshop importiert. Und jetzt werden wir sie miteinander kombinieren, indem wir sie alle gleichzeitig im Programm sichtbar machen und sie übereinander legen. So, das wäre schon mal geschafft. Alle Arten von Töpferscherben liegen übereinander. Es gibt nur ein kleines Problem. Wenn wir das als PNG-Bild speichern, wird nur die oberste Ebene angezeigt.
angezeigt und gespeichert und nicht auch die anderen Scherben. Es sei denn, wir speichern alle 20 als Code. Und glücklicherweise ermöglicht Photoshop uns das, indem wir die Datei nicht als normale Photoshop-Datei, sondern als BMP-Datei speichern. Das ist eine Code-Datei, die Minecraft lesen kann. Durch diese Dateiendung wird das Foto von einer Texture-PNG zu einer Code-Datei. Die Datei ist nun auf unserem Computer gespeichert und wir müssen sie in den Data-Ordner an unserem Minecraft-Weltordner ziehen. Mal sehen, ob das funktioniert. So, die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Funktioniert es nun oder nicht? Werfen wir zunächst einen Blick auf die Datei in unserem Kreativmenü. Wenn ich nach Töpferscherbe suche, gibt es in der Regel 20, die uns angezeigt werden. Es gibt nur eine Scherbe. Tatsächlich, als ob das funktioniert hat. Das ist die Kreuzscherbe. Es stimmt also. Alle Töpferscherben sind miteinander verbunden, sodass es jetzt nur noch eine gibt. Und es sieht so aus, als sollten diese Scherben eigentlich gar nicht existieren. Dieses Kreuz muss das sein, das die Spieler auch gesehen haben. Wartet, wenn wir 4 der Kreuztöpferscherben in der Werkbank kombinieren, sollten wir doch den Kreuzkrug erhalten, oder? Lasst sie uns in die Werkbank legen und tatsächlich, da ist er, der Krug mit einem Kreuz auf jeder Seite. Das ist der verfluchte Krug, von dem die Spieler berichten, dass darin Seelen leben. Ich habe sogar den Fortschritt behutsame Restaurierung erreicht. Also ist dieser Gegenstand wirklich ein echter Krug. Okay Leute, lasst uns jetzt herausfinden, was passiert, wenn wir den Krug auf den Boden stellen. So, wir haben ihn platziert. Leute, der Krug mit den Kreuzen ist also echt. Schaut ihn euch an, er existiert also wirklich. Jetzt müssen wir ihn nur noch zerstören, um herauszufinden, was da drin ist. Was? Wir können ihn nicht zerstören? Seit wann geht das denn nicht? Eigentlich könnten wir doch alle Blöcke zerstören. Außer Bedrock. Aber warum können wir dann den verfluchten Kreuzkrug nicht kaputt machen? Das ergibt doch keinen Sinn. Der Krug kann nicht... Warte, hört ihr das auch? Was sind das für Geräusche? Wonach klingt das? Ich weiß nicht, was das ist. Es klingt aber extrem gruselig. Leute, was ist das für ein Geräusch? Es ist laut. Ich habe Angst. Was ist das? Das hört sich so gruselig an. In den Einstellungen können wir in den Musikoptionen die Untertitel einblenden und dann können wir sehen, was das ist. Also, was ist das jetzt? Seelen entweichen? Siehst du, was da steht? Versteht ihr das? Das heißt, dass die Seelen aus dem Kreuzkrug ausbrechen. Aber wieso kommen sie raus und wo sind sie? Sie scheinen unsichtbar zu sein. Oder könnt ihr sie sehen? Das ist doch dasselbe, was der Seelensand tut. Schließlich leben die Seelen ja auch im Seelensand. Ist dieser Krug irgendwie mit den gefangenen Seelen im Seelensand verbunden? Ich weiß es nicht, aber dieses Mysterium scheint wirklich real. Der Kreuzkrug, den wir mit den Töpferscherben hergestellt haben, muss verflucht sein. Wusstest du, dass Creeper eine experimentelle Version der Dorfbewohner sind? Die Plünderer sperren Eisengolems und Hilfsgeister ein und verwandeln sie in Verwüster und Plagegeister, also von friedlichen zu bösen Kreaturen. Zumindest ist das die Theorie. Es gibt jedoch keinen Beweis dafür, dass Plünderer dasselbe mit Creepern und Dorfbewohnern tun. Die Creeper bestehen aus TNT und haben wie alle Kreaturen ein Skelett, genau wie die Dorfbewohner auch. Das würde vielleicht beweisen, dass Dorfbewohner und Creeper von ein und demselben Wesen erschaffen wurden. Aber es heißt nicht, dass Plünderer das waren. Es gibt nur 2 Orte in Minecraft, an denen TNT natürlich erzeugt wird. Im Waldanwesen gibt es einen geheimen, super seltenen Raum, der so aussieht und in dem man 2 TNT-Blöcke mit einer Redstone-Tour in der Mitte finden kann. Der Raum wurde gebaut, um die Spieler auszutricksen. Denn sobald jemand eine der Truhen öffnet, wird das TNT entzündet. Ist das auch eine Falle für Dorfbewohner? Die Dorfbewohner haben auch Angst vor den Plünderern. Also würde es Sinn machen, dass die Dorfbewohner jagen und sie zum Teil in Creeper verwandeln? Vielleicht nehmen Plünderer auch Dorfbewohner gefangen, um mit ihnen Experimente durchzuführen. Es gibt nur ein kleines Problem. Die Plünderer im Waldanwesen haben ihre eigenen Gefängnisse. Aber wenn wir uns genauer ansehen, was dort gefangen ist, sehen wir die Hilfsgeister in den Käfigen. Keine Dorfbewohner und keine Creeper. Wenn an dieser Theorie also etwas dran ist, oder wenn sie tatsächlich stimmt, dann frage ich mich, wo diese Creeper überhaupt erschaffen wurden. Die Wüstentempel könnten ein Hinweis darauf sein. Habt ihr euch diese Tempel schon mal genauer angesehen? Wonach genau muss man hier aber suchen? Das sind doch nur Bauten aus Sand. Nichts weiter. Was ist mit diesem Sandstein hier? Steckt da vielleicht mehr dahinter, als man auf den ersten Blick sieht? Bei näherer Betrachtung sehen wir, dass sich die Creeper-Gesichter an den Seiten des Sandsteinblocks befinden. Eigentlich dachte ich immer, dass sie nur zur Deko auf den Blöcken sind. Aber halt! Der Wüstentempel ist das einzig andere Bauwerk, in dem TNT auf natürliche Weise vorzufinden ist. Und da
die Plünderer die einzigen sind, die TNT haben, müssen sie diejenigen sein, die das TNT zum Wüstentempel gebracht haben. Vielleicht haben sie den Tempel ja sogar nur für ihre Experimente gebaut. Das ist bereits der erste große Hinweis darauf, dass diese Theorie wirklich wahr ist und die Plünderer Dorfbewohner zu Creepern verwandeln. Aber es gibt noch andere Dinge, die auffällig sind und zeigen, dass die Plünderer wirklich hinter diesen Bauwerken stecken. Wenn ich mir das so ansehe, sehe ich nichts. Oder, warte, was ist mit dem Muster aus orangefarbener Keramik auf den Türmen des Tempels? Ist das nur ein schönes Muster oder hat es vielleicht auch eine Bedeutung? Haben die Plünderer hier ein Symbol eingebaut, das mehr ist als nur ein Muster? Was hat es zu bedeuten? Ich habe mich auf die Suche nach der Bedeutung dieses Symbols gemacht und herausgefunden, dass es tatsächlich etwas ist, das im alten Ägypten verwendet wurde. Das Symbol auf den Wüstentempeln ist das Ankh, ein altägyptisches Symbol, das als Symbol des Lebens galt. Die Ägypter glaubten an das Leben nach dem Tod und die Unsterblichkeit und benutzten dieses Symbol. Aber was hat all das mit den Tempeln im Spiel zu tun? Nun, es ist ja so, dass einige Ägypter an eine Reinkarnation und das Fortleben unserer Seelen glaubten. Und das ist im Grunde das, was Plünderer mit den Dorfbewohnern machen, indem sie ihnen einen neuen Körper geben. Den Körper des Creepers. Sie reinkarnieren die Dorfbewohner also. Das Interessanteste an den Symbolen auf den Wüstentempeln im Spiel ist, dass sie auf echten Pyramiden in Ägypten zu sehen sind und vor tausenden von Jahren in Stein gebaut wurden. Das geschah nicht nur bei einigen Pyramiden, sondern genau bei denjenigen, in denen nicht nur die Pharaonen, sondern auch die menschlichen Opfergaben begraben wurden. Und ratet mal, wo man die Leichen unterbrachte. In Särgen oder besser gesagt in verschlossenen Holztruhen. Wir dachten, das seien ganz normale Truhen mit Inhalt. Aber wisst ihr, dass da auch verrottetes Fleisch und Knochen drin sind? Das sind also tatsächlich die Überreste der Toten oder in diesem Fall der Dorfbewohner. Aber warum gibt es neben den Truhen noch mehr Fallen und TNT? Versuchen die Plünderer etwa weitere Dorfbewohner für ihre Experimente zu opfern? Ich bin mir nicht sicher, aber seit 1.20 gibt es nicht nur Sandstein, sondern auch seltsamen Sand in den Wüstentempeln. Wenn wir Gegenstände aus diesen Blöcken herausbürsten, können wir tatsächlich Smaragde aus dem Sand ziehen, der dort vergraben war. Smaragde, das sind doch die einzigen Gegenstände, die Dorfbewohner bei sich tragen. Das Erstaunliche ist, dass wir sie nur im seltsamen Sand des Wüstentempels finden können und sie nirgendwo sonst vergraben sind. Sind das alles nur Zufälle? Oder glaubst du, dass Plünderer Dorfbewohner in Creeper verwandeln? Schreibt eure Theorien unbedingt in die Kommentare. Ist es möglich, dass es in der Vergangenheit eine alte Zivilisation von Minecraft-Spielern gab? Ich will ehrlich sein, Leute. Als ich das erste Mal von dieser Theorie gehört habe, dachte ich, dass sie unmöglich wahr sein kann. Eine alte Zivilisation von Minecraft-Spielern? Hä? Alles änderte sich allerdings, als ich dieses eine Beweisstück fand, das diese verrückte Theorie unterstützt hat. Die verzierten Krüge. Mit denen haben wir uns heute schon beschäftigt. Es könnte also wirklich sein, dass diese Theorie auch wahr ist. Also schau mal, all diese verzierten Krüge sind aus den Töpferscherben gemacht. Die Verzierungen und die Krüge wurden in der 1.20 hinzugefügt und man kann sie nur in seltsamen Sand oder Kies finden, der in verlassenen Strukturen wie den Ozeanruinen oder den Pfadruinen zu finden ist. Im Spiel sind es uralte Krüge. Wenn sie also schon alt sind und schon vor den Minecraft-Spielern existierten, frage ich mich, wo sie herkommen. Können sie vielleicht wirklich von früheren Minecraft-Bewohnern stammen? Vielleicht von den alten Erbauern der Strukturen? Die muss ja auch irgendjemand gebaut haben. Wenn das stimmt, wie kommt es dann, dass wir, wenn wir die Wimmerer-Töpferscherben zu einem Krug zusammensetzen, diesen Krug mit einem Warden drauf bekommen? Oder zumindest sieht das Muster auf dem Krug aus wie der Warden. Ich glaube, dass er das sein muss. Wenn also die antike Zivilisation den Warden auf die Scherben gemalt hat oder in den Ton hineingeritzt, wie alt sind dann die Warden und warum haben sie das getan? Das Seltsame ist, dass es sogar ein Beweisvideo gibt, das uns die Verbindung zwischen der alten Zivilisation und den Wardens zeigt. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre dieser Spieler in einer Pfadruine in der Erde, die allerdings viel besser erhalten ist als die, die ich bisher gesehen habe. Ansonsten sind die Ruinen vergraben, oder? Okay, mal sehen, was er aufgenommen hat. Zuerst sehen wir die Krüge hier. Da ist ein Creeper, da ist ein Schwert und da ein Bogen. Moment, wenn diese Krüge von einer antiken Zivilisation stammen, versuchen sie uns vielleicht etwas mit den Symbolen auf den Krügen zu sagen. Es gibt alte Malereien von verschiedenen Zivilisationen oder anderen steingemeißelte Symbole, die etwas bedeuten. Die Theorie, dass eine alte Zivilisation etwas als Botschaft auf die Krüge gemalt haben könnte, scheint also gar nicht so weit hergeholt zu sein. Vielleicht haben die Menschen von früher Creeper mit einem Schwert und einem Bogen angegriffen. Ich meine, das ist nichts Neues, das machen wir auch. Wartet, was bedeuten diese drei Krüge? Ein gebrochenes Herz, ein Warden und ein Schwert oder
andersherum. Ein Schwert, ein Warden und ein gebrochenes Herz. Vielleicht haben sie den Warden mit einem Schwert angegriffen und das Herz zerstört. Was bedeuten nur all diese Symbole? Und es geht weiter. Jetzt stehen hier drei identische Krüge nebeneinander, auf denen jeweils ein Warden abgebildet ist. Was ist mit den Menschen damals passiert? Moment mal, bedeutet das vielleicht, dass die Warden es waren, die alte Zivilisation ausgelöscht haben? Nein, das darf doch nicht wahr sein. Leute, und dann geht es noch weiter. Hier gibt es noch andere Krüge, die auch etwas bedeuten. Aber was sie bedeuten, weiß ich auch nicht. Okay, lasst uns diese Theorie überprüfen. Zum Glück hat dieser Spieler den Debug-Bildschirm eingeschaltet, sodass wir die Koordinaten ablesen können. Wir können also selbst in die Welt gehen und sehen, ob an dieser Theorie etwas dran ist. Der Spieler hat uns sogar Symbole für den Seed gegeben, die Buchstaben einer alten Sprache sind und übersetzt so viel wie Opfer bedeuten. Das ist es, was wir als Seed eingeben müssen. Ich weiß nicht genau, ob das überhaupt stimmt, weil ich die Symbole nur über eine Website im Internet übersetzt habe. Aber hey, wir müssen herausfinden, was mit der alten Zivilisation passiert ist. Wir werden zu den Koordinaten im Beweisvideo gehen und sehen, ob wir die Krüge mit den Symbolen dort finden. Okay, und wir sind in der Welt. Also teleportieren wir uns zu diesen Koordinaten. Ich habe ein wenig Angst davor. Hat diese alte Zivilisation wirklich existiert? Und haben sie wirklich diese Krüge mit ihren Botschaften hinterlassen? Warum waren drei Warden auf den Krügen? Warte, wir sind im Dunkeln. Wir sind in den Blöcken und nicht in der Pfadruine. Bedeutet das, dass die Koordinaten falsch sind? Das kann doch nicht sein. Wir haben genau die gleichen Koordinaten verwendet wie der Spieler im Beweisvideo. Aber hier gibt es keine Pfadruine. Heißt das, dass diese Theorie einfach nicht stimmt? Könnte es sein, dass es gar keine frühere Zivilisation gegeben hat? Dem werden wir irgendwann anders auf den Grund gehen. Wusstest du, dass die Schnüffler tatsächlich aus dem Nether geflohen sind? Wenn diese Theorie wahr ist, bedeutet das, dass die Schnüffler den Nether in der Vergangenheit bewohnt haben. Lasst uns testen, ob das wirklich stimmt, indem wir ihn hier erschaffen. Spawnen wir ihn doch einfach und sehen, ob er in Richtung des Nether-Portals rennt. Er scheint nicht daran interessiert zu sein, den Nether zu verlassen. Ich meine, seht ihn euch an. Er fühlt sich hier offensichtlich wohl. Kommt er nun ursprünglich aus dem Nether? Es sieht nicht so aus. Das bedeutet also, dass diese Theorie vielleicht doch nicht wahr ist. Wenn es also wirklich eine Verbindung gibt und der Schnüffler tatsächlich aus dem Nether kommt und durch das Portal geht, dann ist der beste Weg, dieser Theorie auf den Grund zu gehen, indem wir einen Blick in die Spielerdateien des Schnüfflers werfen. Dazu müssen wir zuerst den Minecraft-Ordner öffnen, den wir finden, indem wir %appdata% in die Suchleiste unseres PCs eingeben und Enter drücken. Dieser Befehl öffnet die Programmdateien auf unserem Computer und wir brauchen den Ordner .minecraft. Dort sind nämlich alle Spielerdateien gespeichert. Ich bin mir nicht sicher, wonach ich hier gerade suchen soll. Also öffne ich einfach die Suchleiste und suche nach dem Schnüffler auf Englisch. Wartet, seht ihr das? Hier sind drei Dateien, die den Schnüffler, den Nether und die Fossilien gleichzeitig enthalten. Was haben die Fossilien im Nether mit dem Schnüffler zu tun? Es sei denn, es sind die Knochen des Schnüfflers. Aber wie kommen sie in den Nether, wenn man Schnüffler-Eier nur in der Oberwelt finden kann? Wir müssen alle, ja alle Fossilien aufspüren, um herauszufinden, ob es sich bei ihnen um die Skelette des Schnüfflers handelt. Glücklicherweise brauchen wir nicht im Nether nach ihnen suchen. Es gibt den Befehl /locate, mit dem wir alle Strukturen und Biome in Minecraft finden können. Wir geben also einfach Fossil ein und drücken... was? Das funktioniert nicht. Es gibt keine Struktur, die den Namen Fossil trägt? Wie kann das sein? Es gibt doch eine Menge Fossilien im Nether. Vielleicht funktioniert dieser Befehl aus welchem Grund auch immer gerade nicht so richtig. Was passiert, wenn wir nach einer anderen Struktur wie den Nether-Festungen suchen? Das scheint schon zu funktionieren. Es werden uns die Koordinaten der nächstgelegenen Festung angezeigt. Warum ist das mit den anderen Strukturen möglich, aber nicht mit den Fossilien? Versucht Mojang absichtlich, uns daran zu hindern, sie zu finden? Die Frage ist, warum? Und welchen Sinn ergibt es? Um die Fossilien zu finden, müssen wir den gesamten Nether absuchen, was eine halbe Ewigkeit dauern würde. Gibt es keine Möglichkeit, sie schneller zu finden? Mit diesem Programm hier können wir uns die gesamte Minecraft-Karte ansehen und nach ihnen suchen. Das Problem dabei, es dauert ewig, bis wir herausgefunden haben, wo sie auf der Karte sind. Also, gut, die Suche ist endlich beendet und ich habe die ersten Koordinaten der Fossilien. Ich werde jetzt alle Fossilien kopieren und sie nebeneinander aufstellen, damit wir einen besseren Überblick bekommen. Vielleicht gehört ein Fossil ja tatsächlich zu den Schnüfflern. Ich hoffe, dass wir auf diese Weise dem Geheimnis auf die Spur kommen. Vielleicht haben sie wirklich etwas mit den Schnüfflern im Spiel zu tun. Ich bin ja wirklich erstaunt, wie viele Fossilien es in Minecraft gibt. Es gibt tatsächlich über 20 verschiedene Arten von ihnen. Und sie zu finden, würde ohne das Programm im Überlebensmodus Tage dauern. Aber jetzt haben wir sie alle hier. Nur welche davon sind die Knochen des Schnüfflers? Ich meine, sie sehen alle nicht so aus, als wären sie vom Schnüffler. Es gibt vier verschiedene Arten von Schädeln.
Fossilien und 4 Skelettarten in der Oberwelt. Und dann gibt es noch 14 verschiedene Arten von Netherfossilien, die allerdings in einem viel schlechteren Zustand sind als die in der Oberwelt. Und die meisten von ihnen sind viel kleiner oder größer als die Schnüffler. Könnte es also vielleicht sein, dass der Zersetzungsprozess der Schnüffler und deren Skelette in verschiedenen Stadien in der Welt generiert wird? Was bedeuten würde, dass wenn wir die Fossilien zusammensetzen, ein Schnüffler-Skelett entsteht? Das würde Sinn machen. Aber welches von den Fossilien ähnelt dem Schnüffler? Bei den stark zersetzten Knochen kann man überhaupt nicht mehr erkennen, welches Tier es früher mal war. Das Skelett ist leider einfach zu verwest. Okay, nehmen wir doch mal den großen Brustkorb, weil er derjenige ist, dessen Knochen noch am besten erhalten sind. Und dann brauchen wir noch den Schädel des Tieres. Und da alle 4 unterschiedlich aussehen und nur dieser eine wie ein Schnüffler hier, nehmen wir einfach den. Oder? Ich bin mir nicht wirklich sicher, aber die Knochen müssen von Tieren stammen. So, jetzt haben wir die Fossilien kombiniert. Und schaut mal, wie gut sie zusammenpassen. Das sieht wirklich wie ein Schnüffler-Skelett aus. Oder irre ich mich da? Das ist doch der Schnüffler. Aber warum sind die Skelette des Tieres im Nether, wenn sie doch heute nur in der Oberwelt vorkommen und sie auch nur dort schlüpfen können? Aus unserem letzten Video wissen wir, dass der Nether früher sehr kalt war und es eine Art Eiszeit gab. Könnte es also sein, dass die Schnüffler aus der kalten Zeit des Nether stammen und in die Oberwelt geflohen sind, weil es ihnen zu heiß wurde? Das würde auch erklären, warum sie im Nether nicht schlüpfen können, sondern nur noch ihre Überreste in Form von Fossilien vorhanden sind. Viele Schnüffler haben die Flucht aus dem Nether nicht geschafft und sind dabei gestorben. Ist es möglich, dass eine Minecraft-Welt dich lebendig begraben kann? Die Welt, in die wir mit dem Seed Bulbuljaja kommen, soll eine Welt sein, die uns töten will. Was genau soll uns umbringen? Die Höhlen. Sie sollen besonders gefährlich sein und versuchen, uns zu begraben. So zumindest die Geschichten einiger Spieler. Ob das wirklich stimmt oder nicht, werden wir jetzt testen. Wie soll das denn funktionieren? Eine Höhle, die uns verschüttet? Okay, wir sind in der Welt. Und was sehen wir hier? Ich sehe nur ein Dorf. Sieht nicht allzu gefährlich aus. So, ich habe mich jetzt ausgerüstet, um bereit zu sein, die Tiefen des Untergrunds zu entdecken. Also graben wir jetzt den ganzen Weg nach unten, bis wir auf eine Höhle stoßen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir sind einfach jetzt schon in eine Höhle gestürzt. Oh mein Gott, ich dachte erst, wir würden in Lava fallen. Warum baue ich auch nur nach unten? Das sollte man ja eigentlich nicht tun. Egal, weiter geht's. Es ist am besten, wenn wir hier immer wieder Fackeln aufstellen, damit wir wissen, woher wir kommen und auch, damit es hier hell ist und wir sehen können, wo wir überhaupt hinlaufen. Denn auch wenn Spieler berichten, dass diese Höhlen in dieser Welt ziemlich gefährlich sind, glaube ich, dass die einfach schlecht sind. Sie spielten die Welt, starben und berichteten, dass dann dieser Seed irgendwie anders und gefährlicher war und sogar Spieler begraben hat. Ich glaube, die waren einfach Noobs. Also, das ist meine Theorie. Schließlich ist es doch mit unserer Strategie unmöglich zu sterben. Wir müssen nur vorsichtig sein und immer wieder Fackeln vor uns platzieren. Auch um später den Weg aus der Höhle zu finden und sicher an die Oberfläche zu kommen. Es kann doch wirklich nicht sein, dass diese Höhlen uns begraben, wenn wir sie betreten. Das klingt einfach zu verrückt, um wahr zu sein. Wie genau sollen wir das überhaupt weiter testen, ob diese Höhlen das wirklich mit uns machen? Laufen wir einfach rum, bis wir sterben, oder wie? Ich glaube, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn wir durch die Höhlen bis zum Grundgestein hinuntergehen und dann den ganzen Weg zurücklaufen? Dann werden wir ja sehen, ob an diesem haarsträubenden, gruseligen Erlebnissen, die einige Spieler berichtet haben, etwas dran ist. Guckt, ich bin schon ganz unten. Hier ist das Grundgestein. Wir haben es also geschafft. Jetzt müssen wir nur noch den Fackeln folgen, um zurück zu unserem Eingang zu gelangen, wo es nach oben geht. Also hier sind die Fackeln und wir laufen einfach an ihnen entlang. Das sollte ja machbar sein. Einfach hier langlaufen und wir kommen jetzt direkt zum, was? Warte, siehst du das? Hier ist Kies. Der war vorher nicht da. Wir sind doch von dieser Seite gekommen, oder? Ich meine, sogar die Fackeln stehen auf dem Boden. Die führen in die Richtung des Kieses. Wie kann das überhaupt sein? Wir sind doch aus der Richtung gekommen und jetzt ist der Weg plötzlich mit Blöcken versperrt? Also gibt es hier wirklich keinen Ausweg. Wir müssen einen anderen Weg nach draußen finden. Aber was? Hier können wir auch nicht weitergehen. Der Weg ist versperrt. Gab es hier nicht vorher Höhlen? Hier stehen doch unsere Fackeln. Da war doch vorher unser Weg, der jetzt mit Kies verschüttet ist. Oder irre ich mich hier? Wie auch immer, das wird mir alles zu viel. Wir müssen hier raus. Ich will raus aus dieser Höhle. Oh mein Gott, was passiert hier? Hä? Wurde ich gerade von der Höhle begraben? Bin ich gerade im Kies begraben worden? Hilfe, wir müssen den Kies abbauen. Schnell, schnell, sonst sterben wir. Autsch. Wir schaffen es nicht mehr. Die Höhle hat mich gerade lebendig begraben. Der Schnüffler und der Krug sind aber nicht die einzigen seltsamen Dinge, die mit dem 1.20 Update hinzugefügt wurden. Einige Spieler haben berichtet, dass ihre PCs seit der 1.20 von einem Virus befallen werden. Und all diese Berichte haben eins gemeinsam, das Kamel. Aber nicht so ein Kamel, sondern eines, bei dem einige Hautteile des Kamelkörpers bereits gefressen wurden oder etwas anderes Schlimmes passiert sein muss. Ein solches Kamel soll tatsächlich von einigen Spielern schon gesichtet worden sein. Und wir haben sogar einen Beweis von einem Spieler, der dieses Kamel auf Video festgehalten hat. Und
das ist es, was wir uns jetzt anschauen. Was ist das denn? Was ist das für eine Konstruktion? Hier ist ein komplizierter Redstone-Mechanismus. Aber was macht dieses Ding? Anscheinend ist ein Kamel darin gefangen. Und wartet, hier ist noch ein Skelett, das auch darin gefangen zu sein scheint. Und dann sind da noch Wasser und Seelensand drin. Warum ist das da drin? Und alles ist mit Redstone und einem Mechanismus verbunden. Wartet. Kombiniert dieser Mechanismus diese Mobs, also das Kamel und den Zombie miteinander? Aber warum sind hier auch Kaninchen drin? Oh, er tötet sie. Und so bekommt der kalibrierte Skike-Sensor ein Signal, das den Mechanismus aktiviert. Aber was ist jetzt passiert? Hä? Leute, wo ist das Kamel hin? Bis eben war da doch noch ein Kamel und das Skelett scheint auch weg zu sein. Aber wo sind sie jetzt? Könnte es sein, dass der Mechanismus die Kolben auf beiden Seiten zueinander geschoben hat und die Mobs in der Wassersäule irgendwie, vereint wurden? Aber warum? Wie ist das überhaupt möglich? Und wenn sie kombiniert wurden, sollte dann nicht etwas übrig bleiben? Stopp! Habt ihr das gesehen? In dem Video hat der Spieler gerade etwas übersehen, oder? Oh Mann, er geht gerade in die falsche Richtung. Komm schon, wo ist das Kamel hin? Wisst ihr was? Ich melde mich wieder, sobald der Spieler etwas gefunden hat. Aber was macht er da? Du musst zurückgehen. Ah, seht ihr das? Warte, was? Was? Er wurde aus dem Spiel geworfen und jetzt endet die Aufnahme? Genau dann, als es so richtig spannend wurde? Was war das für ein Kamel? Habt ihr es auch sehen können? Also Leute, ich habe jetzt die Konstruktion aus dem Video so gut es geht nachgebaut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich alles richtig gemacht habe, denn im Beweisvideo bewegt sich der Spieler viel zu schnell. Aber wir haben die beiden Stellen, wo die Mobs sind, vom Video nachgebaut und in der Mitte befindet sich die Wassersäule mit Blubberbläschen. Ich habe sogar das Boot oben auf das Wasser platziert. Keine Ahnung, für was das genau gut ist. Die Kolben sind mit diesem seltsamen Redstone-Mechanismus verbunden, der ausgelöst wird, sobald ich eines der Kaninchen töte. Aber ob das Ding wirklich funktioniert wie im Beweisvideo des Spielers, das weiß ich noch nicht. Also spawnen wir hier das Skelett und auf der anderen Seite das Kamel. Das wirklich Seltsame ist, dass man den Redstone-Mechanismus auch ohne die kalibrierten Skike-Sensoren einfach hier bauen könnte. Aber egal, hier kommen die Kaninchen rein, die wir jetzt auch leider wieder umbringen müssen, um den Mechanismus zu aktivieren. Und er ist aktiviert. Sehen wir schon etwas, das nicht normal ist? Nee, oder? Hat das nun alles funktioniert oder nicht? Gibt es das gruselig aussehende Kamel jetzt oder gibt es das nicht? Die beiden Mobs sind immer noch da. Hä, wieso geht das nicht? Oh, Moment. Vielleicht legen wir den Hebel wieder um. Nein, das funktioniert auch nicht. Jetzt werden die Kolben ständig hin und her bewegt. Es gab keine Fusion zwischen dem Kamel und dem Skelett. Und ich sehe auch nichts, was darauf hindeutet, dass das Kamel aus dem Video wirklich jemals existiert hat. Aber wie zum Teufel hat der Spieler dieses gruselig aussehende, halbtote Kamel sehen können, das mit einem Virus infiziert war? Ich verstehe das nicht. Stammen Warden von den Axolotl ab? Wenn das der Fall wäre, warum? Der Warden ist ein Gefangener oder Beherrscher des tiefen dunklen Bioms. Und der Axolotl ist doch nur ein süßes kleines Tier, das in den üppigen Höhlen lebt. Wie kann also an dieser Theorie etwas Wahres dran sein? Spawnen wir das Tier neben dem Warden, dann passiert nichts. Das Merkwürdige daran, warum greift der Warden den Axolotl nicht an? Zunächst einmal ist das nicht wirklich ungewöhnlich, denn Axolotl sind ja friedliche Tiere, die andere Mobs nicht angreifen. Also lässt der Warden sie auch in Ruhe. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es bei anderen Tieren anders ist. Greift der Warden nicht Schafe, Kühe bzw. eigentlich alle Tiere und Mobs an? Lasst sie uns einfach spawnen und sehen, was passiert. Guck, der Warden wird aggressiv, greift sie an und tötet sie auf der Stelle. Und es spielt dabei keine Rolle, welches Tier oder welchen Mob wir spawnen. Der Warden bringt sie um, außer die Axolotl. Sie werden vom Warden in Ruhe gelassen und dabei scheint es auch komplett egal zu sein, wie viele Axolotl wir spawnen. Selbst wenn er die Tiere sieht, lässt er sie einfach in Ruhe. Aber warum greift der Warden die Axolotl nicht an? Könnte es etwa sein, dass es eine geheime Vergangenheit gibt, die den Warden und die kleinen Axolotl miteinander verbindet? Oder handelt es sich nur um einen Programmierfehler oder einen Glitch, den die Minecraft-Entwickler übersehen haben? Wir brauchen mehr Beweise, um diese Vermutungen zu belegen. Also machte ich mich auf die Suche nach Hinweisen, um eine Verbindung zwischen diesen beiden Kreaturen zu finden. Und das führte mich hierher, zum offiziellen Minecraft-Launcher. Wir müssen hier unten auf der linken Seite schauen und auf Was gibt's Neues klicken. Mojang hat hier jede einzelne Änderung und Aktualisierung aufgelistet, die seit der Veröffentlichung des Spiels vorgenommen wurde. Hier soll es auch eine beängstigende geheime Neuigkeit über den Axolotl geben, die am selben Tag veröffentlicht wurde, an dem der Warden ins Spiel kam. Und das war genau am 25. März 2021. Hier sollte dieser Hinweis sein, aber wo genau? Fix an Issue. Am Tag, als der Warden ins Spiel kam, wurde nichts über den Axolotl veröffentlicht. Was sind das für Symbole? Ab
abgesehen von dieser seltsamen Zeichenfolge, deren Bedeutung ich nicht kenne, deutete nichts darauf hin, dass sie das Tier irgendwie verändert haben. Aber was bedeuten diese Symbole? Gibt es eine Möglichkeit, das herauszufinden? Warte, ich habe diese Zeichen doch schon mal irgendwo gesehen. Leute, erkennt ihr diese Symbole? Es sind dieselben, die im Buch des Zaubertisches mit den Verzauberungen erscheinen. Die Symbole gehören also zu derselben Sprache wie die im Zaubertisch und den Enderkristallen. Aber was bedeuten diese Symbole? Ich kann das doch nicht lesen. Also, ich habe im Internet recherchiert und herausgefunden, dass die Sprache, die wir im Launcher auf dem Zaubertisch und den Enderkristallen sehen, einen Namen hat. Diese Symbole gehören zum galaktischen Alphabet. Und hier ist ein Übersetzer, der diese seltsam aussehenden Zeichen, die Buchstaben zu sein scheinen, für uns übersetzt. Die Axolotls are not what they seem? Wie jetzt? Die Axolotl sind nicht das, was sie zu sein scheinen? Das wissen wir doch. Aber warum ist diese geheime Botschaft hier? Vielleicht könnten die offiziellen Skizzen der Mojang-Mitarbeiter hier weiterhelfen, denn die wurden schon veröffentlicht, bevor die Mobs überhaupt integriert wurden und zeigen uns die ersten Designs des Wardens und des Axolotls. Okay, ich sehe jetzt hier aber nicht wirklich was. Was passiert, wenn wir die Datei in Photoshop ziehen und uns die Skizzen nochmal genauer ansehen? Leute, ich habe was herausgefunden. Wenn wir die Farben umkehren, dann hat der Warden plötzlich die Farbe des Axolotls und der Axolotl hat die Farbe des Warden? Ist das ein Zufall? Also schreibt eure Theorien unbedingt mal in die Kommentare. Gibt es eine Verbindung zwischen dem Warden und den Axolotls? Oder sind sie sogar ein und dasselbe Wesen, nur in unterschiedlichen Entwicklungsstadien? Weißt du, was noch gefährlicher ist? Lebende Minecraft-Höhlen, die entstanden sind, um uns zu töten. Angeblich kann die Welt, von der es heißt, dass die Höhlen uns töten wollen, nur durch diesen Seed hier erreicht werden. Also erstellen wir die Welt ohne Cheats und wählen den Überlebensmodus aus, um zu testen, ob ich die Höhlen wirklich überlebe oder ob sie versuchen, mich zu töten. Und wir sind in der Welt. Jetzt müssen wir erstmal diese gruseligen Höhlen finden. Wo sind die versteckt? Gibt es sie überhaupt? Sie sagen, die Höhlen sind direkt neben dem Spawn und sehen aus wie ein Gesicht. Aber ich sehe nichts. Seht ihr was? Oh, Moment. Ist sie das? Das muss die Höhle sein, von der Spieler berichtet haben, dass sie versucht hat, sie umzubringen. Es sieht aus wie ein Gesicht oder ein Schädel. Links das größere Auge, rechts das kleinere und darunter der gruselige Mund mit riesigen gefährlichen Zähnen. Als ob es wirklich Todeshöhlen gibt. Es kann doch nicht sein, dass so etwas im normalen Spiel generiert wird. Aber ihr habt gesehen, wie ich den Seed eingegeben und die Welt erschaffen habe. Das sind die Todeshöhlen, die versuchen, uns umzubringen. Wir müssen also weitergehen, um zu sehen, ob das alles wirklich wahr ist. Aber zuerst brauchen wir eine Ausrüstung. Denn ich werde hier ganz bestimmt nicht ohne Schwert und Rüstung reingehen. Ich melde mich bei euch, wenn ich mich ausgerüstet habe. So Leute, endlich habe ich genug Equipment, um mich in diese gruselige Höhle zu trauen. Ich hoffe, das reicht aus. Wirklich super ist unsere Ausrüstung auch wieder nicht. Aber lasst uns endlich in die Todeshöhlen gehen. Oh mein Gott, je näher wir kommen, desto gruseliger wird es. Es sieht so aus, als würden wir direkt in das Maul dieses Monsters laufen. Ich weiß auch nicht warum, aber diese Höhle ist super gruselig. Spieler haben berichtet, dass das hier eine der gefährlichsten Höhlen in Minecraft ist. Eine Höhle, die alles tun wird, um uns zu erledigen. Und so sieht sie auch von innen aus. Nur ein falscher Schritt und wir verlieren unser Leben. Diese Tropfsteine sind schon echt gefährlich. Und hier geht es richtig weit runter. Jetzt müssen wir echt vorsichtig sein, Leute. Diese Höhle zu erkunden ist jetzt schon nicht so einfach. Und wir sind noch nicht mal richtig hineingegangen. Wow, eine Spinne. So, die haben wir nun auch erledigt. Warum sind hier überall Tropfsteine, die uns jede Sekunde aufspießen können? Wow, das ist ja so gruselig hier. Aber seien wir mal ehrlich, es ist auch nur eine Höhle. Als ob sie uns wirklich versucht zu töten. Jede Höhle ist auf ihre Weise gefährlich. Oh, warte, seht ihr das? Da vorne ist ein Licht. Okay, Leute, wenn wir es auf die andere Seite der Höhle schaffen, ist es nur eine große, gruselige Tropfsteinhöhle, aber nicht mehr. Eine Todeshöhle, davon bin ich immer noch nicht überzeugt. Und wenn wir es nicht schaffen, okay, daran wollen wir jetzt nicht denken. Die Höhle ist schon gruselig genug. Gehen wir jetzt weiter zu dem Licht auf der anderen Seite. Ich kann hier fast nichts sehen. Alles ist einfach so dunkel. Und überall sind gefährliche, spitze Tropfsteine. Aber wir sind ja fast da. Oh, was greift mich da an? Hilfe, ein Zombie, lass mich in Ruhe. So, boah, jetzt bin ich auch noch fast in die Tiefe gefallen. Puh, nochmal Glück gehabt. Das war echt knapp. Leute, kommt schon, wir schaffen das. Spieler haben berichtet, dass diese Höhle wirklich lebendig ist und uns aktiv daran hindert, lange zu überleben, wenn wir sie betreten. Ja, okay, sie ist groß. Ja, sie ist unheimlich. Und ja, wir sind auf der anderen Seite. Wir sind da, oder? Aber ich glaube nicht, dass sie versucht, uns zu töten. Hilfe! Was passiert mit mir? Ich werde hier durch den Wasserstrudel nach unten gezogen. Leute, was passiert hier? Au! Ich werde hier vom Strudel hinuntergezogen. Leute, was ist das denn hier? Au! Jetzt werde ich hier auch noch von der Magma verletzt. Autsch! Ich komme hier auch nicht mehr weg wie sonst. Ich will hier runter. Hilfe! Ich brauche
brauche Luft und muss mich regenerieren. Leute, ich komme nicht von der Lava runter. Autsch. Okay, das war wirklich seltsam. Das Magma hat mich nach unten gezogen und ich konnte weder runterkommen noch wegsneaken. Bedeutet das, dass diese Höhle wirklich lebendig ist und versucht uns zu töten? Das ist doch unmöglich, oder? Gibt es ein dunkles Geheimnis, das sich in den Bastionsruinen verbirgt? Um diese seltsame Struktur zu verstehen, müssen wir zunächst mehr über die Mobs erfahren, die hier leben. Die Piglins. Es gibt nämlich eine Menge Mobs in der Netherwelt, die eines gemeinsam haben. Sie fangen in der Lava nicht an zu brennen. Der Magmawürfel kann in der Lava nicht brennen. Das Wither-Skelett brennt auch nicht in der Lava. Auch der Strider kann in der Lava leben und fängt nicht an zu brennen. Anders verhält es sich mit den Piglins. Sie leben tatsächlich in der heißen Netherwelt, aber fangen an zu brennen und verbrennen sogar, sobald sie in Lava gehen. Sie sind also die einzigen Mobs im Nether, die durch Lava Schaden nehmen. Enderman und Skelette können zwar auch Schaden durch Lava erleiden, aber kommen eigentlich aus der Oberwelt. Moment mal, könnte es also sein, dass die Piglins auch von dort sind? Vielleicht kommen sie ursprünglich gar nicht aus dem Nether, sondern aus der Oberwelt. Aber wer sind die Piglins und woher kommen sie? Mir ist gerade aufgefallen, dass es zwei Arten von ihnen gibt. Es gibt ja nicht nur normale Piglins, sondern auch die Piglin-Barbaren. Sie haben unterschiedliche Aufgaben oder sogar Berufe im Nether. Und ist dir was aufgefallen? Kennst du den einzigen anderen Mob, der auch Berufe hat? Richtig, die Dorfbewohner. Mit ihnen kann man sogar handeln, genau wie eben mit den Piglins. Stammen die Piglins also ursprünglich von Dorfbewohnern ab? Ich meine, die Dorfbewohner und die Piglins sehen sich nicht wirklich ähnlich. Wenn sie also nicht von den Dorfbewohnern abstammen, woher kommen sie dann? Reddit hat vielleicht die Antwort auf diese Frage. Dieser Spieler bestätigt nämlich unseren Verdacht. Er schreibt, dass die Piglins ursprünglich nie im Nether waren. Er sagt auch, dass sie zwar in den Bastionsruinen leben, ihnen diese aber gar nicht gehören. Er vermutet deshalb, dass die Ruinen in Wirklichkeit von Baumeistern der alten Zivilisation erschaffen wurden. Baumeister, die Bastionsruinen gebaut haben? Oh Mann, ich weiß nicht, das klingt irgendwie nicht so, als ob es wahr wäre. Offenbar ist dieser Benutzer jedoch nicht der Einzige, der an diese Theorie glaubt. Tatsächlich ist die Tatsache, dass es eine frühere Version von Minecraft-Spielern gab, die in den Welten lebten, eine der häufigsten Theorien ist, die rund um die Strukturen in Minecraft kursiert. Und auch in einem unserer letzten Videos haben wir über die alte Zivilisation gesprochen und darüber, dass es sein könnte, dass sie die Pfadruinen im Spiel gebaut und sie vielleicht sogar bewohnt haben. Könnte es also tatsächlich sein, dass sie das gleiche auch mit den Bastionsruinen gemacht haben? Das heißt, dass sie sie gebaut haben? Wenn das wirklich so ist, warum haben sie das getan? Was hatte die alte Zivilisation überhaupt im Nether gemacht? Ich meine, diese Struktur wurde komplett aus Blöcken gebaut, die man nur im Nether findet. Es macht also doch nicht so viel Sinn, dass sie es gebaut haben. Außer, was ist mit den Truhen? Vielleicht gibt es in ihnen etwas, das darauf hinweist, dass die alte Zivilisation der Oberwelt auch etwas mit den Bastionsruinen zu tun hat. In den Truhen, die in diesem Bauwerk auf natürlicher Weise erzeugt werden, befinden sich eigentlich auch nur Blöcke, die im Nether vorkommen. Mal sehen. Obsidian, Goldstiefel, Knochen, alles Blöcke, die aus dem Nether kommen. Moment mal, was ist mit den Pfeilen? Um Pfeile herzustellen, brauchen wir Federn. Und die kann man nur in der Oberwelt bekommen, nicht im Nether. Aber Skelette gibt's im Nether. Also, man kann sie auch im Nether bekommen. Das ist es also schon mal nicht. Was ist mit Fäden und der Bannervorlage? Man kann Fäden von Spinnen bekommen, die es im Nether nicht gibt. Und die Bannervorlage wird aus Papier hergestellt, das wiederum aus Zuckerrohr gefertigt wird. Diese Dinge müssen also aus der Oberwelt stammen. Aber vielleicht ist es auch möglich, dass die Piglins die Dorfbewohner geplündert und ihnen die Rohstoffe gestohlen haben. Wir brauchen mehr Beweise. Ist an dieser Theorie wirklich etwas dran? Ich bin gerade auf die Laternen gestoßen. Das könnte der Beweis sein. Ich meine, wie können sie im Nether sein, wenn wir sie aus Eisen herstellen? Eisen kann man nur in der Oberwelt finden, wo die alte Zivilisation lebte. Und ich habe herausgefunden, dass das einzige andere Bauwerk mit Laternen die Pfadruinen sind. Die Pfadruinen sind ein vergrabenes Bauwerk, das als archäologische Stadt diente. Diese Bauwerke wurden von der alten Zivilisation errichtet. Das sagt sogar Mojang. Ist es also genauso wie mit den Bastionsruinen? Wurden sie von ihnen erbaut? Mir ist gerade aufgefallen, dass sie bei der Suche mit dem Locate-Befehl nicht einfach Bastion heißen, sondern Bastion Remnant. Das Wort Remnant bedeutet auf Deutsch so viel wie Relikt oder Überbleibsel. Was ja auch stimmt, denn die Bastionsruinen sind beschädigte oder zerstörte Strukturen. Wenn die Piglins also immer noch hier leben, warum reparieren sie sie nicht? Es sei denn, sie haben sie nie selbst gebaut. Wenn die Piglins also nicht aus dem Nether kamen, woher kamen sie dann? Denn in der Oberwelt kommen sie heute nicht mehr natürlich vor. Und wenn wir sie spawnen, schütteln
schütteln sie sich und zittern sie, wie man hier sehen kann. Und nach 25 Sekunden verwandeln sie sich in einen zombifizierten Piglin. Wie kann das sein? Können sie in der Oberwelt einfach nicht überleben und verwandeln sich deshalb? Wartet, ich habe was herausgefunden. Wenn wir das Wetter auf Thunder ändern, um ein Gewitter zu erzeugen, einen Dreizack nehmen und ihn im Amboss mit Entladung verzaubern, was passiert dann, wenn wir den Dreizack während des Gewitters auf den Piglin schießen? Es heißt, wir müssen ihn neben einem Schwein spawnen und jetzt schießen wir mit dem Dreizack auf ihn. Und, ist was passiert? Okay, das hat nicht funktioniert, oder? Versuchen wir es nochmal. Der Piglin muss direkt neben dem Schwein stehen, damit es funktioniert. Jetzt schießen wir wieder einen Dreizack auf ihn und es hat funktioniert. Wenn man einen Blitz direkt neben ein Schwein einschlägen lässt, wird ein zombifizierter Piglin erschaffen. Sind also alle Mobs im Nether nur die verwandelten Mobs aus der Oberwelt? Denn der Nether wird hauptsächlich von Piglins und zombifizierten Piglins bewohnt. Bedeutet das also, dass die alte Zivilisation die Piglins aus Schweinen erschaffen und in den Nether gebracht hat? Aber warum? Wir müssen mehr über die Bastionsruinen herausfinden. Also habe ich jetzt den offiziellen Wiki-Eintrag zu den Ruinen aufgerufen. Dort steht alles über die Strukturen im Nether und auch, dass es tatsächlich verschiedene Arten von ihnen gibt. Es soll sogar hunderte von verschiedenen Arten geben. Warum hat die alte Zivilisation so viele unterschiedliche Bauwerke errichtet? Warum haben sie nicht einfach immer die gleichen gebaut, wie die Wüstentempel oder die Ozeanruinen? Aber schaut euch das an, es gibt so viele verschiedene Arten von Bastionsruinen. Einschließlich der Brücken, die wahrscheinlich dafür gedacht waren, dass die alte Bevölkerung sich sicher im Nether bewegen konnte. Und Wohneinheiten. Warum haben die Bewohner der alten Zivilisation aus der Oberwelt im Nether eine Unterkunft für sich selbst gebaut? Warum haben sie es riskiert, an einem so gefährlichen Ort zu leben? Es sei denn, die Häuser wurden von der alten Zivilisation gebaut, waren aber nicht für sie bestimmt, sondern für die Piglins. Und dann würde es auch Sinn machen, wenn die Ruinen nicht wieder aufgebaut wurden, sondern immer noch in diesem alten Zustand sind. Denn die alte Zivilisation ist ja ausgestorben. Im offiziellen Wiki werden sie auch Hoglin-Stallungen genannt. Die Ställe der Hoglins befinden sich in den Ruinen der Bastion. Könnte es sein, dass die alte Zivilisation die Hoglins in Ställen hielten, um eine Nahrungsquelle zu haben? Denn schließlich lassen die Hoglins gebratene Schweinefleisch fallen. Die Ruinen sind der perfekte Ort für Piglins, um dort zu leben. Stimmt das etwa wirklich alles? Wir haben also Behausungen, Hoglin-Ställe, Brücken, was gibt es noch? Schatzkammern. Ich glaube, ich hab's jetzt herausgefunden. Die Piglins lieben Gold und wollen so viel wie möglich davon haben. Das Gold, das sie finden und in den Schatzkammern anhäufen, verwenden sie zum Beispiel, um untereinander zu handeln und sogar goldene Rüstungen zu tragen. Die Piglins sind also wirklich verrückt nach Gold. Was ist, wenn die alte Zivilisation die Piglins erschaffen hat, um Gold für sie farmen zu lassen? Das würde Sinn machen, denn die Netherwelt ist voll von Nethergolderzen. Der Nether ist einfach viel zu gefährlich und sie wollten ihr Leben dabei nicht riskieren, weshalb sie dann die Piglins erschaffen haben, um diese Aufgabe zu übernehmen und Gold für sie zu farmen. Also entweder liege ich hier falsch oder die Bastionsruinen sind keine Behausungen, sondern die Gefängnisse der Piglins, die nur freigelassen wurden, wenn sie für die alte Zivilisation arbeiten mussten. Löscht Mojang deine Minecraft-Welten, um etwas zu verbergen? Ich bin auf diese Theorie gestoßen, als ich das letzte Mal im End war und den Enderdrachen besiegen wollte. Während des Kampfes mit dem Drachen habe ich alles versucht, um ihn zu töten. Und als ich den Enderdrachen umgebracht habe, erhob er sich und war kurz davor zu explodieren. Da stürzte mein Spiel ab. Sekunden bevor ich Minecraft besiegte. Nicht nur ist die Welt abgestürzt, es hieß sogar, dass sie nicht einmal mehr existieren würde. Warum sollte die Welt plötzlich aufhören zu existieren? Ich meine, natürlich kann das ein Zufall sein, aber seltsam ist das schon. Warum stürzt die Welt ab, obwohl ich den Enderdrachen eigentlich besiegt habe? Ich habe dann gelesen, warum das so sein könnte und herausgefunden, dass Mojang dafür bekannt ist, mit Absicht die Welt der Spieler abstürzen zu lassen. Aber warum? Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, die Welt wiederherzustellen. Zuerst müssen wir wieder in den Minecraft-Ordner mit %appdata% gehen und den Punkt Minecraft-Ordner öffnen. Genau hier befinden sich die Spieldateien von Minecraft und was noch viel wichtiger ist, der Ordner, in dem unsere Welt gespeichert ist. Und ja, hier ist sie. Das ist die Welt, die abgestürzt ist, als wir den Enderdrachen getötet haben und die jetzt nicht mehr zugänglich ist. Hier wird alles von einer Welt gespeichert, aber es gibt eine sehr wichtige Datei für uns und das ist die Datei level.dat. Wenn eine Welt abstürzt, stürzt sie zusammen mit dieser Datei ab. Aber Minecraft speichert eigentlich die Originaldatei, wenn sowas passiert. Das ist die Backup-Datei. Meine Theorie ist also, dass unsere Welt wieder funktioniert, wenn wir die beschädigte Datei löschen und die ursprüngliche Datei level.dat.old in die aktuelle Datei umbenennen. Mal schauen, ob das funktioniert. Also nennen wir sie um, aber es könnte passieren, dass die Datei und somit auch die Welt dann unbrauchbar wird. Das ist jetzt ein Risiko, was wir eingehen müssen. So, die Datei ist um.
umbenannt und wir können zurück ins Spiel wechseln. Ich hoffe, das funktioniert. Lasst uns die Welt betreten. Na komm schon, lade schon. Ja, es wird tatsächlich geladen. Die Meldung, dass die Welt nicht mehr da ist, ist verschwunden und sie lädt. Ja, wir sind in der Welt. Oder etwa doch nicht? Doch, das sollte sie sein. Wir haben die gleichen Gegenstände im Inventar. Der einzige Unterschied ist, dass ich mich jetzt in der Oberwelt befinde und nicht im Ende am Endbrunnen. Moment mal, war hier nicht eben noch ein Schaf? Kann es sein, dass hier plötzlich ein Tier nach dem anderen verschwindet? Vorher waren doch hier noch welche. Aber jetzt sind die irgendwie alle verschwunden. Spult mal zurück, ich meine, vielleicht täusche ich mich. Aber da waren doch ganz sicher noch Tiere. Hä, was geschieht hier mit mir? Ist diese Welt verflucht oder was um Himmels Willen passiert mit der Welt? Der Chunk ist einfach völlig leer. Hä, ich habe wirklich Angst davor, was noch alles passieren wird. Oh mein Gott, Leute, was ist denn hier los? Was? Nein, meine Gegenstände im Inventar verschwinden, mein Schwert. Was? Wie kann das passieren? Leute, wohin verschwinden diese Dinge? Was machen wir? Oh mein Gott, noch so ein Chunk, der plötzlich weg ist. Oh, hier ist noch einer, der plötzlich verschwindet. Wie, Leute? Wie? Es muss doch was geben, was wir tun können. Wir müssen in den Creative-Modus wechseln. Der Chunk, wir fallen. Hilfe! Ein Spieler auf Reddit hat einen Beitrag verfasst, in dem er sagt, er habe Geräusche gehört, die uns erschaudern lassen. Okay, hören wir uns einfach mal die Datei von ihm an. Hört ihr es auch? Hört genau hin. Nicht super gruselig? Seit wann gibt es diese Geräusche im Ozean? Das kann doch nicht echt sein, oder? Hört ihr es auch? Diese dunklen, unheimlichen Geräusche klingen doch wie von einem Ungeheuer, das hier unten lebt. Aber was sind das für Geräusche? Um das herauszufinden, müssen wir wieder in den Minecraft-Ordner zurückgehen und nach den Soundeffekten suchen. Das ist gar nicht mal so einfach, denn der Ordner enthält tausende von Dateien, aber zum Glück gibt's ja die Suche. Also, hier sind alle Soundeffekte von Minecraft. Es gibt die Höhlen-Soundeffekte für die Höhlen, die für den Nether und die für Unterwasser. Das sind genau die, die wir brauchen. Der Sound sollte hier irgendwo gespeichert sein. Und wenn er nicht hier ist, wo ist er denn dann? Also, Moment, diese eine Datei hier heißt Whale, was auf Deutsch ja war. Bedeutet. Seit wann gibt's denn Wale in Minecraft? Vielleicht war das ja der Sound, den wir gehört haben. Dann gibt's noch Blasengeräusche und Knistern. Was ist das? Oh, guck mal hier, die dunklen Soundeffekte. Moment, dunkle Geräusche? Was soll das denn bedeuten? Sind das die Geräusche, die wir gehört haben? Wir müssen diese Soundeffekte testen. Zum Glück können wir mit dem Befehl Play Sound überprüfen, ob diese Klänge echt sind. Wir sollten sie dann hören können, wenn wir diesen Befehl eingeben. Der Soundeffekt wurde ja auch im Ordner Dark genannt. Dann spielen wir den Soundeffekt ab. Hört jetzt also genau hin. Habt ihr etwas gehört? Ich nämlich irgendwie nicht, oder doch? Ich höre nichts, auch wenn der Soundeffekt abgespielt wird. Zumindest steht das so in der Chatnachricht. Testen wir mal die anderen dunklen Soundeffekte. Nummer 1, 2, 3 und 4. Nichts, keine gruseligen Soundeffekte. Aber woher kommen die Geräusche, die wir am Anfang gehört haben? Nachdem ich weitere Soundeffekte ausprobiert hatte, stieß ich auf die Unterwassersounds. Wir haben diese Geräusche noch nicht abgespielt. Hier sind die Eingangs- und Ausgangssoundeffekte und dann die Schleifen. Und schaut mal hier, hier ist ein seltener Sound. Effekt. Von dem habe ich noch nie gehört. Es gibt seltene Sounds. Aber ja, irgendwie macht es Sinn, weil ich habe diese gruseligen Geräusche noch nie im Spiel gehört. Also probieren wir einfach mal den ultra seltenen Soundeffekt aus. Hörst du das? Das ist genau das, was der Spieler auf Reddit gehört hat. Oh, ist das gruselig. Aber wie wird der natürlich im Spiel erzeugt? Gibt es ein Geheimnis im Meer, das noch nicht entdeckt worden ist? Und haben diese Geräusche etwas damit zu tun? Ist das ein Monster, das tief im Meer lebt? Und was sind das überhaupt für Geräusche? Wartet, ich habe eine Idee. Wir können die Untertitel in den Einstellungen einblenden. Vielleicht wird uns dann gezeigt, von wem, was oder woher dieses Geräusch kommt. Lasst uns den Soundeffekt nochmal abspielen. Oh, ist das gruselig. Aber habt ihr einen Untertitel gesehen? Nee, oder? Selbst Minecraft weiß nicht, woher dieser Soundeffekt kommt. Wir brauchen also eine andere Methode, um das Geheimnis dieses Geräuschs zu lüften. Was ist denn mit den kalibrierten Skalk-Sensoren? Die zeigen doch an, aus welcher Richtung ein Signal kommt, indem sie die Schallwellen in diese Richtung senden. Okay, spielen wir den Ton noch einmal ab. Vielleicht dürfen wir ihn nicht auf Master abspielen, die ja die ganze Welt betrifft, sondern eine Ambient-Sound-Kategorie für Sounds, die nur die Atmosphäre und Umgebung betreffen. Nee, auch nichts. Der Sensor schießt die Schallwellen nicht in eine bestimmte Richtung, sondern bleibt still. Oder, wartet, seht ihr das? Wenn wir den Ton abspielen, schießt der Skalk-Sensor Schallwellen in unsere Richtung. Wie kann das sein, dass der Ton aus unserer Richtung kommt? Wir machen doch gar keine Geräusche. Warum nimmt uns der kalibrierte Skalk-Sensor wahr, obwohl wir keinen Ton von uns geben? Was hat das alles zu bedeuten? Gibt es etwas in mir, das dieses Geräusch macht?
gemacht oder ist der Skalk-Sensor irgendwie kaputt? Was sind eure Theorien? Schreib's mal unbedingt in die Kommentare. Wenn du denkst, dass das seltsam war, wirst du nicht glauben, woher die Endermen eigentlich kommen. Sie waren früher nämlich Spieler, die zu Endermen verwandelt wurden. Diese Theorie macht auf den ersten Blick keinen Sinn. Aber einige Spieler glauben daran. Also lasst uns herausfinden, ob an dieser Theorie etwas dran ist. Zuallererst, sie sind viel größer als wir und können sich herumteleportieren. Und was sie sonst noch so können, Blöcke aufheben und sie an anderen Orten platzieren. Der Enderman ist also neben uns der einzige Mob, der das überhaupt kann. Vielleicht ist an dieser Theorie also wirklich etwas dran. Sie machen auch Geräusche, die, wenn wir genau hinhören, etwas bedeuten. Oder hört mal hin. Sind das Worte, die der Enderman spricht? Aber was versuchen sie uns zu sagen? Gibt es eine Möglichkeit, das Geräusch des Endermans, das wir gerade gehört haben, nochmal zu hören? Ich habe eine Idee. Ich ziehe die Datei, die ich im Spiel aufgenommen habe, in einem Programm, um mir das Geräusch, das der Enderman vorhin gemacht hat, genauer anzuhören. So hört es sich an. Okay, ich weiß immer noch nicht, was genau er uns sagen will. Könnt ihr es verstehen? Irgendwie klingt es so, als würde er mit uns kommunizieren wollen. Vielleicht müssen wir die Datei etwas langsamer abspielen, um es besser zu verstehen. Hä? Habt ihr das gehört, Leute? Hat der Enderman gerade so etwas wie Hey oder Hello auf Englisch gesagt? Endermen können doch gar nicht sprechen, oder? Sie machen doch nur diese Geräusche. Das muss ein Zufall sein. Ich habe ein wenig im Minecraft-Wiki recherchiert und herausgefunden, dass man die Enderman-Sounds auch mit dem Befehl Play Sound abspielen kann. Hören wir uns die Enderman-Sounds also nochmal genauer an. Dafür müssen wir diesen Befehl hier eingeben, also Custom Idle 1 im Ambient-Modus. Hört gut zu. Er hat doch Hey gesagt. Und was passiert, wenn wir den zweiten Sound abspielen? Das war der Hello-Sound von vorhin. Und was ist mit dem hier? Help me? Das hat er doch gesagt, oder? Warum braucht er Hilfe? Es scheint also wahr zu sein. Der Enderman spricht mit uns. Aber wie? Eigentlich können nur Menschen sprechen. Also wir. Es sei denn, der Enderman ist eine fehlerhafte Version der Spieler. Das müssen wir nochmal testen. Was ist mit dem vierten Geräusch? Look for the eye. Warum sagt der Enderman, wir sollen nach dem Auge suchen? Oder meint er die Enderaugen, die uns zur Festung führen und mit denen wir ins Ende gelangen, dem Ort, von dem die Endermen eigentlich kommen? Was, wenn sie im Ende verwandelt wurden und wir sie wieder zurück in ihre Heimat bringen oder sie gar retten müssen? Das könnte auch der Grund sein, warum sie uns zuflüstern, dass wir nach dem Auge Ausschau halten müssen, das uns hilft, das Enderportal zu finden. Auf der Suche nach weiteren Hinweisen, dass der Enderman wirklich etwas mit uns zu tun hat und tatsächlich von unserem Spielercharakter stammt, bin ich auf diesen Reddit-Post hier gestoßen, der den Enderman und sein Inneres zeigt. Und das ist nicht irgendeine Zeichnung, sondern kommt direkt von Mojang. Hier sehen wir den Enderman und im Inneren seines Kopfes ein Gehirn. Das ist seltsam, denn alle anderen Mobs im Spiel haben das nicht. Außer uns soll nur der Enderman ein Gehirn besitzen. Wenn die Enderman also tatsächlich wie wir sind und von irgendetwas oder irgendjemandem verwandelt wurden, aber eigentlich immer noch wie wir sind, warum greifen sie uns dann an, wenn wir ihnen in die Augen sehen? Sind sie etwa neidisch auf uns, weil wir nicht verwandelt wurden und sie irgendwie in der Oberwelt gefangen und eigentlich zurück in ihre Heimat wollen? Das würde auch das Help Me der Enderman erklären. Aber Leute, was sind eure Theorien dazu? Ist es nicht wirklich seltsam, dass der Enderman diese Geräusche macht?